Servus. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem weiteren Teil des Acrylfarben-Webinars mit Ralf Ricker und Stefan Nitzel. Wie ich natürlich schon geätzt habe, wir haben gerade noch miteinander geredet. Also wir reden meistens vorher miteinander. Nein, wir kommen und schweigen gar nicht miteinander. Ich sitze 2 Stunden da in der Ecke. Ja, genau. Nein, er musste immer noch Knöpfe drücken und so. Also auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Also und im Chat geht es auch schon ziemlich ab. Also ich finde es ja auch interessant, dass immer so die privaten Sachen dann immer so ausgebreitet werden, was alles gegessen und getrunken wird und so. Und dann die Hannoveraner, die dann vom Urban Sketching nach Hause kommen. Also der Chat ist auf jeden Fall auch lesenswert. Also selbst wenn man nicht mit plaudert. Wir haben auch festgestellt, liegt über der empfohlenen. Nee, das passt. Also das ist so, wir schaufeln einfach zu viel Daten darüber. Und so. Du musst jetzt Facebook damit umgehen. Also ich hoffe, dass alles technisch passt. YouTube. Ja, genau. Wir haben jetzt da gerade aktuelle Bitrate des Streams. Ist auch nicht schlecht. Nicht genügend Videodateien? Ah, nein, das ist vielleicht irgendwie... Also, ihr gebt uns mal ein Okay, dass es okay ist. Also, ein Okay. Sascha Konstantin hat schon im Vorhinein die Daumen... Ja, genau. Also, weil das gibt uns irgendwie, zeigt uns gerade an, dass es irgendwie... Wir kriegen das Radl hier gezeigt. Also, insofern... Ja, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Was? In Hannover ruckelt's Bild und Ton. Oi, okay. Not good. Okay. Das ist natürlich blöd. Ruckelt. Ruckelt. Okay. Ja, wir ruckeln halt einmal. Ansonsten, eigentlich, wir haben hier gut Daten und so. Und also mein junger Kollege muss gerade mal in Oberhausen auch, also okay, es ruckelt. Also wir sehen es nämlich auch, dass es das irgendwie... Und da gibt der YouTube empfänglich... Es ruckelt. Es ruckelt, hängt ab und zu. Wir lassen es überraschen. Kannst du mal ein Speedtest machen. Also wir machen ja mal kurz einen Speedtest. In der Zwischenzeit, bevor wir rumruckeln, ist es so, dass es heute Abend eine Landschaft gibt, wie man so schön sagt. Landschaft. Landschaft. Das war russisch. Okay, das war russisch. Mhm. Also das heißt, heute wird in dem Webinar eine Landschaft gemalt, weil es dann in der letzten Woche, angesprochen wurde. Und, ja. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich mich der Sache widme und habe natürlich auch ein wunderbares Motiv, das man schon auch in dem Vorschaubild gesehen hat. Und ansonsten würde ich sagen, ja, eigentlich müsste es passen, ja. Ehrlich gesagt. Schauen wir mal, geh mal bitte zum Dings zurück. Mhm. Hat er immer noch. Ruckelt in Essen, okay. Guten Abend, Meisters, okay. Ich muss an den Sonnenflecken liegen. Also jetzt schaut es gerade mal wieder gut aus oder so. Ja, Sonnenflecken. Ja, weil also unser Internet ist brauchbar, aber nicht Weltklasse. Deutsch-polnischen Friedensgrenze, okay, ist auch okay. Ja, also jetzt schaut es gerade so aus oder so, dass es eigentlich wieder passen sollte. Und so. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Also das sind immer die Mirakel, das ist so, vielleicht sind zu viele jetzt irgendwie auf Netflix. Also, auf jeden Fall möchten wir uns recht herzlich bedanken. Für die Unterstützung, die uns dann natürlich auch wieder diese Woche gewidmet wurde. Ich kriege jetzt keinen hier gescheiten Satz raus, oder? Sie sagen aber auch, es ruckelt. Es ruckelt nur, weil er ruckelt. Ja. Jetzt kommt schon wieder das F5, dann geht's wieder. Vergiss es einfach. Ansonsten. Dietmar Stüller schreibt, jetzt läuft's. Ja, nee, jetzt läuft's auch. Die sind sowieso immer ein bisschen hinten dran. Ja. Also, oder zeitmäßig. Also, oder wir sind hier hinten dran. Oder wer ist hinten dran? Ich weiß nicht genau. Wir sind auf jeden Fall ganz vorne dabei. Ja, auf jeden Fall möchten wir uns recht herzlich bedanken, nämlich dann auch, weil das über PayPal und über das Konto, das nämlich auch unten in der Videobeschreibung ist jetzt auch die Kontoverbindung. Also, falls jemand PayPal nicht haben sollte. Und gibt es die Möglichkeit natürlich, uns dann auch über die Kontonummer zu unterstützen. Denn für diejenigen, die neu dabei sind, ist es so, dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Kaffee ausgebt und unsere Arbeit dann auch unterstützt, weil ihr sie einfach so total super findet. Und, oder weil ihr findet, wir können unterstützt, weil unsere Arbeit nicht super ist. Eigentlich ist es wurscht, warum uns die Leute was überweisen, oder? Ja, oder ihr unterstützt uns, damit wir genügend Gin Tonic, Wodka Tonic trinken können. Also in diesem Sinne auf den Abend. Und natürlich auf die edlen Spender, die uns die letzte Woche unterstützt haben. Mhm. Und in dem Fall wollen wir uns natürlich namentlich bedanken bei der Uschi. Bei dem Christoph. Bei der Anne. Bei der Ines. Bei der Dagmar. Bei der Nicole. Beim Günther. Beim Bernd. Bei der Ruth. Bei der Gundel. Bei der Ursula. Hans. Arno. Esther. Cerodin. Kevin. Sabine. Anja. Kathi. Und
Siegfried. Dankeschön. An dieser Stelle. Reingerutscht. Ja, genau. An dieser Stelle natürlich Dankeschön für diese Unterstützung. Das heißt, ja, das ist natürlich super. Die andere Unterstützung, die ihr uns natürlich zukommen lassen könnt, ist natürlich, indem ihr dann bei den anderen Punkten Instagram oder Facebook ihr natürlich fleißig liked, kommentiert, aber natürlich auch hier unter den Videos ist natürlich auch immer recht wichtig für den Algorithmus und für diejenigen, die natürlich das erste Mal da sind, ne? Daumen hoch und ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Also normalerweise sage ich das nicht, aber dieses Mal habe ich es mal einfach rausgefressen. Wie ein professioneller YouTuber, so als würdest du das jede Woche machen, gell? Gut, oder? Ja. Ja, jetzt läuft's. Ja, und die andere Sache ist nämlich, ach ja, genau. Das habe ich noch nicht rausgesucht. Das hätte ich ganz gerne sozusagen auf meiner Webseite und so. Deine Webseite? Moment, das muss ich mal googeln, weil Lastimil, die kenne ich ja noch gar nicht. Echt? Unternehmen bei Google? Musst du schauen. Ja. Ein Unternehmen bei Google. Aber nichtsdestotrotz, wir wollten eben dann auch noch ankündigen, dass, das ist natürlich immer super, wenn ihr den Beitrag teilt, weil diese Woche war ich ein bisschen spät dran. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber manchmal ist es einfach so, ich war letztes Wochenende in Vorarlberg bei einem Kurs und der ist mir noch ein bisschen in den Knochen gesteckt, weil ich ja auch nicht mehr der Jüngste bin und so. Und diese Fahrerei war natürlich schon echt ordentlich da ins Ländle. War aber auf jeden Fall ein total super Kurs und ich habe dann in dem Fall zwei kennengelernt, die eben hier immer beim Livestream dabei sind, was natürlich total super ist. Also der Gruß geht an die Claudia und an den Kevin. Und ich weiß nicht, ob er im Chat dabei ist. Er ist immer Schmähstart, hat er gesagt. Also er hält sich immer eher zurück. Nein, doch, oder? Woodspirit war ja da, ne? Woodspirit habe ich schon gelesen, ja? Ja, genau. Woodspirit also, schreibt, läuft. Yes. Yeah. Und die Claudia, genau. Ganz nebenbei möchte ich auch noch vorlesen, Bernd Gleisner hat geschrieben, keine vollständigen Sätze ist normal, wenn es ruckelt. Stimmt. Ja, ja. Ja, warum sollen wir uns da umgewöhnen? Denn ansonsten gibt es eigentlich... Wir waren gerade dabei, Kurse anzumoderieren und ich warte jetzt, dass ich auf Enter drücke, dass ich diesen großartigen Link zu deiner Homepage... Und das ist der falsche Link. Sowieso, das kommt noch dazu. Du musst unter... Genau, das ist der richtige. Ich weiß nicht. Also das, was ich heute auf Facebook gepostet habe, muss ich ehrlich sagen... So, das ist der falsche Link. Jetzt poste ich den falschen Link und wir warten auf den richtigen. Wir warten auf den richtigen, denn es gibt noch ein paar Restplätze beim Webinar Akt in Farbe. Und da kommt. Vom 2. startet es, also das heißt nächste Woche am Montag geht's los. Und das geht dann bis zum 30.05. Das sind 5 Termine. Und da werden wir dann vielleicht auch sowas machen, was ich letzte Woche gemacht habe. Also wer sich da informieren möchte. Letzte Woche, hier oben verlinke ich den Video von letzter Woche, wo ich dann ein grünes Männchen gemalt habe. Ein grün-violettes oder so, ne? Mhm. Also war auf jeden Fall eine Hetz, a Hetz war das, wie man so schön sagt. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes übrig als, das Letzte, was ich noch sagen kann, falls jemand irgendwie in den Newsletter-Verteiler eingetragen werden möchte, weil es kommen dann eben im Juni noch Kurse, im Sommer kommen noch Kurse, also ist noch einiges dann da. Da gibt es dann eben auch ein gesondertes Newsletter. Und da kann man auf Facebook gibt es die Facebook-Gruppe, die da heißt Nützwoch. Genau. In die wir euch herzlich einladen. Da geht es auch wieder voll auf. Genau. Ich war ganz beeindruckt und begeistert. Ah ja, die andere Sache, was ich mir hier total groß aufgeschrieben habe, hier. Oh, das ist, nächste Woche werden Ralfonso und ich wieder gemeinsam malen. Und dann aber, jetzt habe ich es vergessen, noch 11. Mai. Am 11. Mai ist dann der zweite Termin im Mai und da wird dann eine Besprechung der Arbeiten sein. Und weil es schon irgendwie nachgefragt wurde, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, das heißt, wir werden hier sitzen und werden dann eure Arbeiten besprechen, wenn ihr möchtet. Und die könnt ihr mir über Instagram oder Facebook zukommen lassen. Und es ist aber so, die Vorgabe ist, dass ihr... Erstens Acryl. Genau, es geht um Acryl. Zweitens? Zweitens, es muss ein Bild sein, das tatsächlich, also aus der Vorlagen-Dropbox, die auch unten verlinkt ist. Genau. Genau, diese Vorlagen-Dropbox ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und diese Motive, das sind nicht alle Motive, die ich,
die ich jetzt in Acryl gemalt habe. Das heißt, es sind auch einige von den Live-Art-Streams dabei. Also es sind auf jeden Fall eine Menge more. Und dementsprechend ist es eben so, dass ihr dann die Möglichkeit habt, uns dann die Acrylbilder zu schicken und wir werden die dann besprechen. In 2 Wochen. Schickt die Bilder bitte in hoch genuger Auflösung. Genau. Und entschuldigt uns jetzt schon, wenn wir irgendjemanden vergessen oder übersehen. Ja, weil also da, das ist zwar nicht lustig, aber die Problematik ist manchmal dann dabei, dass ich echt so fleißig bin, dass wenn ich was geschickt bekomme, dass ich sofort in den Ordner reinhaue. Aber es ist dann manchmal einfach echt so eine Sache, dass das dann die verschiedenen Kanäle sind dann echt manchmal ein bisschen das Problem, dass es dann irgendwie Facebook, ist es dann die Künstlerseite, dann ist es irgendwie die Privatseite und dann ist noch Instagram und das ist dann manchmal ein bisschen verwirrend. Jammer. Wir sind einfach keine Profis und ja, genau. Werden Danke. Sicher das eine oder andere Bild verhauen oder übersehen und das besprechen wir dann die Woche drauf oder lassen es absichtlich weg, weil wir diesenjenigen Menschen einfach gar nicht mögen. Nein, natürlich nicht. Immer. Dietmar Stiller schreibt da W-I-D-F-E-B-I-H. Was heißt denn das? Das hat der Stelio oben auch schon geschrieben. Was ist das denn für ein Bild im Hintergrund? Das ist eine gute Frage. Umgekehrt. Ralfonso, was ja. ist denn das für ein Bild im Hintergrund? Oh, da ist ja ein Bild im Hintergrund. Soll ich es mal herholen? Deine Schauspielerei ist echt... Unter aller Sau heißt das. Gruselig, kann man sagen. Denn auch wiederum für diejenigen, die das erste Mal dabei sind oder sich nicht mehr erinnern können, ist es so, dass der Ralfonso jede Woche eine Hausübung macht, wie man in Österreich sagt. Und die vorletzte, findet er auch in dem Stream, den ich jetzt gerade angekündigt habe, die vorletzte, das war in dem Fall die Sache, dass ich zu dir gesagt habe, du sollst ein Bild, das du nicht besonders gelungen empfindest, weiterarbeiten. Und das ist jetzt echt ziemlich lustig, weil ich habe ja das heute erst gepostet und wann hast du dran gearbeitet? Am Wochenende? Gestern. Im Ernst? Ja. Ja, aber ich habe es heute erst gepostet. Du hast es nicht wissen können, dass ich am Baum heute mache. Ich habe es auch nicht gewusst, ja. Du hast nicht gewusst, dass ich am Baum heute mache. Aber ich habe es gespürt. Du hast es gespürt. Das ist so eine Verbindung. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es so, dass der Ralf dann dieses Bild, das ist gar nicht so lange her, wo du es gemalt hast, ne? Ja. Das ist jetzt vor ein paar Streams oder so. Und ja, vor 3 Wochen oder so war das. Genau. Und da war es dann einfach so, dass er dann, ich glaube, habe ich dir gesagt, dass du eine Landschaft malen sollst? Nein. Ah, okay, das stimmt. Das war ja deine Rekonvaleszenz, oder? Wo du aus dem Fenster gemalt hast. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass er dieses Bild dann jetzt gemacht hat und hat es noch überarbeitet. Und wir zeigen euch dann... Ich gebe es wieder nach hinten. Gib es mal nach hinten. Okay. Yes. Nein! Ich brauche einen Hammer. Nee, das musst du einfach reindrücken mit dem Daumen. Das ist wieder Obelix, der kann das doch auch, Moment. Oder? Echt? Okay, jetzt muss ich natürlich ein bisschen Zeit schinden und so. Denkst du noch an mein Porträt für mein Selbstporträt? Das schreibst du mir im Chat natürlich. Ich habe heute den Ralf gezeigt, das Foto, das ich von dir gemacht habe. Hast du schon reingekommen? Mhm. Den Hammer. Und ja, also ich werde es dir zukommen lassen. Okay, das heißt, wir schalten einfach mal um zu dem. Also das ist vorher. Ne? Nachher. Ne? Und weil er echt so ein fleißiger Grafiker ist, schenkt er uns auch die beiden Bilder in der Vergleichsansicht. Damit man den Unterschied sieht. So. Und jetzt sind wir wieder beim gleichen Spiel wie letzte Woche. Was findet er wirklich verbessert? Also welches findet er besser? Nummer 1, Nummer 2. Also 1 ist links, 2 ist rechts. Schreibt's einfach mal rein. Ihr seid doch super Profis. Ja, genau. Welches Bild hat Ralf verbessert? Das war vorher schon... Meistersinger. Ein Baum. Der Chat ist hinten nach. Ja. Ich glaube, du musst jetzt mal reden, weil die Leute sehen das noch nicht, beziehungsweise schreiben nichts in den Chat rein. Mhm. Ich glaube, die sind einfach alle geplättet. Also natürlich auch für diejenigen, die da das eben dann vielleicht nicht gesehen haben, da ist es so, dass ich... Kannst du mal den Chat da einblenden? Das wäre doch super. Geht doch.
Yes. Goose. Dann kann ich das da lesen. Okay. Kann ich das da lesen? Ja, ich glaube, ich kann es lesen. Okay. Wir tun schon wieder Zeit schinden. Also ich werde heute nicht so lang malen. Wobei, 16 Minuten sind wir noch okay und so. Aber auf jeden Fall, da im Chat passiert gar nichts, kann man sagen. Ja. Erstaunlich, ne? Mhm. Sind wir so langsam dahinter, so lang dahinter? Also? Wir sind viel hinten, also wir sind viel weiter vorn, aber... Okay, also dann tue ich mal blubbern. Also es war nämlich so, dass ich, wie der Ralf das Bild angebracht hat, war natürlich auch die große Problematik, die ganz oft passiert. Das ist, dass wenn man zum Beispiel nass in nass malt, also hast du das à la prima gemalt? Ja. Oder hast du mehrere Tage gemalt? Nein, das war à la prima. In einem Sitz? Ja, ja. Ja, und da ist natürlich dann das Problem, dass die Farben zusammenstoßen. Zwei, frische Farben, zwei. Nummer zwei ist klarer. Links wirkt etwas drüber. Ja, super. Monika schreibt, nein, nicht verbessert. Susanne Stiller schreibt drei. Ja, dieser Spaßvogel. Ja. Susanne ist Max Hott schreibt, kein großer Unterschied. Oh. Aber Max Hott hat im Namen schon zwei. Das lese ich nicht mehr vor. Ja. Ach, heute ist er wieder besonders. Oh Mann, also es ist so, ich habe heute schon eine Modellsitzung gehabt, die anspruchsvoll war. Meister Singer schreibt, ist halt unterschiedliches Wetter gewesen. Ja, genau, ist auch gut. Also, verbessert ist viel heller und im Hintergrund. Also wo ich ein bisschen das Problem hatte, war dass die Lichtflecken im Vordergrund, also wenn ich das mal kurz die Vorlage zeigen kann, also dieses, wie heißt das, so Licht, Streulichtflecken oder nennt man das so? Die im Englischen sagt man Dappled Light hier im Vordergrund, ne? Mhm. Und dann auch noch gelbe. Ist so dort deppert. Nämlich diese Blumen da, die tun dann noch ihres dazu, dass die dann so gelb rausleuchten, ne? Und jetzt war es eben so, dass er eigentlich da mit diesen zwei Flecken da neben dem Baumstumpf unten und die hier, hast du ein bisschen das zu unruhig gemacht. Und die ganze linke Ecke, die ist irgendwie unspektakulärer geworden, weil du auf der rechten Seite natürlich die rote Tür und die roten Fenster hast. Und wenn man das jetzt anschaut, ist es so, dass die Balance jetzt ein bisschen besser ist. Und auch der Baum hat ein bisschen mehr Definition, obwohl er einfach halt so fluffig ist, ne? Also... Und da ist natürlich schon der Vorteil, wenn die Farbe dann wieder trocken ist. Also das ist sicherlich so. Herr Gese fragt, das Verbesserte ist viel heller, ist der Hintergrundhimmel neu gemalt? Ja, man sieht es fast nicht, aber es ist eigentlich fast alles neu gemalt. Also es ist, die Hauswände sind relativ gleich geblieben. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist einfach echt auch so, dass es einfach knackiger wurde. Aufgrund dessen, dass natürlich dann da das Problem ist, wenn die Ölfarbe natürlich dann zu stark oder zu nass ist, dann muss man wirklich richtig knallig die Kontraste draufsetzen und so. Und weißt du, warum ich dieses Bild verbessert habe? Oder warum ich mir dieses Bild ausgesucht habe? Keine Ahnung, sag mal. Also magst du noch was dazu sagen? Nein, sag mal. Ich habe deswegen dieses Bild ausgesucht, weil ich unbedingt mit meiner neuen Palette ein Bild neu malen wollte. Weil ich habe nämlich was ganz Besonderes ausprobiert. Ich habe ausprobiert vom Andy Bauer die Palette, die er uns zukommen hat lassen und uns gebaut hat, weil ich im Sommer auf Urlaub fahre und die mitnehmen möchte. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere die mal aus, ob die für 30x30 Bilder funktioniert. Und mit der neuen Palette habe ich mehr Farben, die da unten rein müssen. Und wie man sieht, hat es funktioniert. Ich habe eine kleine Verbesserung hinten machen müssen, aber... Im Wesentlichen. Vielen Dank, lieber Andi. Wie hast du das gemacht? Ich habe das angeleimt. Ah, du hast es angeleimt, dass es nicht nach hinten klappt. Mhm, genau. Hast du es auf jeder Seite angeleimt? Nein, nur auf einer Seite, weil auf der anderen Seite wäre es nicht gegangen wegen den Klammern. Ach, wegen dem Verschieben. Ja. Ah, I see. Okay, goody. Okay, Andi. No? Andi, vielen lieben Dank. Es wird funktionieren und ich werde es nach Kroatien mitnehmen. Oh, cool. Ich verspreche aber nicht, dass ich dort zum Malen komme. Die Absicht ist gut. Und wichtig ist, dass man es dabei hat. Ja. Ne? Ist halt manchmal so. Ja, aber cool. Also Dank geht auch in dem Fall an Andi Bauer, der hier auch im Chat schon mal am Anfang kurz war. Also ich hoffe, du bist noch wach und kriegst es mit. Ansonsten... Nein, Sabine, ich habe es im Photoshop nicht bearbeitet. Ich habe es schon im Photoshop gehabt, aber ich habe dieselbe Farbkorrektur draufgelegt wie auf das andere Bild. Also es sind wirklich die Farben knackiger. Okay. Guti. So. Was ist die Aufgabe für nächste Woche? Ich finde, du solltest doch mal endlich ein richtig gutes Bild malen.
Das mache ich nächste Woche. Ja? Mhm. Was, im Stream oder bis zur nächsten Woche? Sicher im Stream. Und da, die Aufgabe ist, ich bereite mich mental auf den Stream vor. Ja. Okay. Nee, aber ich habe mir jetzt nicht wirklich was überlegt, ehrlich gesagt. Aber was natürlich schon so eine Sache ist, damit du dich eingrooven kannst, finde ich, solltest du, weil du ja immer gerne mal mit dem Hund spazieren gehst, eine Landschaft malen bis nächste Woche. Aber nicht in echt draußen. Nee, musst nicht ausmalen, aber es ist einfach so. Mhm. Weil nämlich das Grundproblem bei dem Bild ist meiner Meinung nach die Komposition. Die ist leider das Problem. Das ist so... Ja, aber das ist halt der Ausblick aus meinem Fenster. Was soll ich machen? Eine bessere Komposition. Übersiedeln. Nein, eine bessere Komposition, indem du Sachen weglässt und so. Ne? Also, aber wie gesagt, ne? Also bis nächste Woche eine Landschaft. Mhm. Chakalaka. Okay. Welche Palette du auch immer wählen möchtest und so, ne? Okay, gut, dann nehme ich meine Lieblingspalette, das ist die alte. Ja, aber da kannst du kein Grün machen. Also wenn du jetzt was Grünes hast und so. Tja, Landschaft muss ja nicht unbedingt grün sein, oder? Muss nicht sein, ja. Also wenn du jetzt dann auch nach auf Teneriffa gehst oder so. El Teide, ne? Teneriffa. Shopping City Parkplatz ist auch Landschaft, oder? Urban Landscape, wie der Dietmar sagen würde. Ja, und wenn ich es nicht fertig mache, dann ist es sogar Sketching. Stimmt. Oh, das war echt gefinkelt, ey. Wahnsinn. Ja, Gott sei Dank haben wir jemanden, der uns unsere Gags schreibt. Ja. Ja, genau. Aber wir haben blöderweise die gleichen Gagschreiber, die Stermann und Grissemann haben. Also auch keine wirklich guten, ne? Also das ist... Oder findest du die gut, die Gags, die haben? Achso, du darfst nichts sagen, ne? Ah, du kannst ja nichts sagen. Ich finde alles, was der ORF macht, großartig. Jetzt musst du... So, ist ja das Letzte. Okay. Du wolltest das Bild herzeigen? Ja, dann sollten wir... Ja. Magst du? Ja, zeig mal. Ja, gut. Ja, okay. Ja. This is the picture. Das wird's werden, kann man sagen. Und das ist jetzt auch so, ich greife jetzt auch ein bisschen was auf, was ich, also nur ja, zum Teil, was ich letzte Woche gemacht habe. Andi Bauer, Ed Ralf, guter Verbesserungsvorschlag, bisschen derb, der Klotz, aber okay. Ja, es war mir zu wenig derb, es war einfach zu gut ausgearbeitet. Zu professionell das Ganze. Und das hat einfach so, weil nämlich, das ist Andi, das ist irgendwie so die Geschichte, das erinnert mich daran, ich muss noch umschalten und so, das erinnert mich daran, wenn ich immer zeitgenössische Architektur sehe, ne? Und der Architekt hat einfach so diese ganze Fassade-Design, die Balkone, und das ist alles super modern. Und dann hängen sie irgendwie so Rohrdinger rein und Hirschköpfe oder so Gondeln aus Venedig. Also so super kitschiges Zeug in einer super modernen Architektur. Und wie gesagt, da hat der Architekt verloren. Was die Leute damit machen, die es dann verwenden. Anni? Sorry. Na? Ja, es war ein bisschen kurzfristig, weil ich habe es aufgebaut und habe gesehen, dass ich da irgendwas tun muss. Und dann habe ich schnell was getan, weil ich habe gestern gemalt. Und ich musste ja ein Bild malen. Das war aber ganz schön knapp, finde ich. Ja, darum ist es nicht gescheit trocken und so. Yes. Was heißt nicht gescheit trocken? Es ist nass. Deswegen solltet ihr auch Acryl malen, kann man sagen. Ne? Deswegen? Ja, deswegen. Also, die Woche zumindest noch. Ja, die Woche noch und so. Ah ja, genau, das ist irgendwie, die traurige Nachricht wird sein, das ist so, nächste Woche noch ist das letzte Mal Acrylmalerei von mir. Ich habe mir gedacht, ich möchte wieder Freude im Leben haben, aber ich möchte jetzt diese Diskussion nicht anheizen zwischen Öl und Acryl. Ich möchte nur sagen, die Techniken sind persönliche Präferenz, aber ich habe nämlich heute schon, muss ich ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Motiv, weil das einfach so ein Parademotiv wäre für Ölfarbe. Ne? Nämlich mit diesen Übergängen und das ganze Zeugs und so. Also das ist so echt so, und das ist aber schon auch wiederum eine coole Geschichte, dass es total wichtig ist, dass man sich auch in einem Motiv dann was raussucht, was einen fordert. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Ne? Ich habe meine Malspachtel vergessen. Magst du kurz was sagen zu dem Motiv? Nein, ich gehe mal kurz eine Malspachtel holen. Die ist wo die ganzen Pinsel drin sind. Das ist diese Südtrakt? Ja, im Südtrakt. In dem genau da ist dann so ein Palettenmesser, so ein altes. Ja. Na, vorne eigentlich. Gleich vorne, wo der Bauch ist. Okay, das tut mir jetzt leid. Also das ist so, wenn man eigentlich nie gescheit aufräumt, das ist auch schon ein großer Vorteil. Ne? Hey, Stelio, du bist auch noch da. Gott sei Danke. Wieso Gott sei Danke? Gott sei Danke? Oder man sagt, oh. Hey, habe ich dir schon gesagt? Also ich meine, das ist jetzt echt kindisch, aber
dieses Mahlmesser, ne, das ist, wenn du das anschaust und so, das ist so, das habe ich seitdem ich mal. Seit den 80er Jahren. Das heißt, das ist eigentlich fast prähistorisch. Naja, nicht nur das, sondern das ist einfach Faustkeil. So. Ich hoffe, dass das mal in einem Museum dann sein wird. Also, nichtsdestotrotz, was machen wir jetzt? Ich zeige euch die Materialien. Ich zeige euch mal die Materialien. Ne? Gut. Gute, klare Sache, sicherlich. Also, ich werde mit den Lascaux-Farben arbeiten. Und die Geschichte ist die, dass ich auch versuche, möglichst viel Farbe drauf zu malen. Das ist auch das. Also, das habt ihr ja das letzte Mal gesehen. Das ist. Wo bin ich? Da bin ich. Ja, okay. Astelio schreibt: Gott sei Dank wegen Acrylende. Achso, ehrlich? Oh, das ist aber gemein. Meistersinger schreibt, Hauptsache es schaut geil aus. Geil? Ja, das weiß ich nicht, ob ich es geil hinkriege. Also wenn ich verunsichert bin, dann mache ich das so, dass ich meistens mit den Primaries arbeite. Aber wobei, nee, ich glaube, ich brauche das andere Rot auch noch. Blöderweise. Soll ich wieder gehen? Nee, ich habe schon. Achso. Ich habe alles da. Ich habe nur überlegt, ob ich es draufgebe auf die Palette schon. Gundelbusch schreibt, es würde mich echt interessieren, es in 3 Wochen auch mal in Öl zu erfahren. Ah, das Motiv? Ja. Ah, das ist eigentlich. Das wäre ein total geskriptet schöner Übergang von Acryl zurück zur Ölfarbe. Gleich kurz. Total smooth. Gleich hintereinander, oder? Ja. Dann so. Mhm. So. Ich mache es aber jetzt eigentlich eher impressionistisch. Ich lasse das braun weg dieses Mal. Das heißt, meine ganzen, also weil es sich echt wirklich anbietet, ehrlich gesagt. Oh, wie es quackert. Ne? Schauen wir mal. Weißt du, wenn ich jetzt die Zuschauerzahlen sehe, was sagt es uns? Dass wir unser Gewäsch von einer halben Stunde vorher nicht hören wollen. Oh, das ist total cool, wie unser Bild dann oben rechts im Wasserbehälter ist und so. Ne? Und also das heißt, ich habe Mischweiß, Cadmium gelb hell, Cadmium rot hell. Das ist von Lascaux, heißt das anders. Die sind so alt, die Farben. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es das noch gibt. Permanent rosa dunkel. Ultramarine. Und Strukturpaste. Und die Strukturpaste. Ne? Susanne Stille schreibt, heute wird wieder Farbe gekoffert. Ja, zur Abwechslung. Wieso? Schaut es so aus? Als ob ich koffern würde? Nein, du hast vorher gesagt, dass du wieder Farbe drauf kaufen. Ah ja, stimmt, das war das. Mich würde echt interessieren, wie das ausschaut, wenn du nicht Farbe drauf kaufen hast. Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Ich habe schon wieder was vergessen. Du brauchst richtig teure Farbe, die so teuer ist, dass du total sparsam malst. Nee, das mache ich nicht. Ich habe nämlich echt was so... Was hast du jetzt vergessen? Es tut mir leid, ich habe was anderes vergessen. Das findest du nicht. Das ist das Problem. Ne? Ich habe meinen Wassersprüher vergessen. Aber die Leute können mich hören. Ich bin jetzt im hinteren Zimmer. Und ich habe den Wassersprüher, ihr seht, ich bin total gut vorbereitet, kann man sagen. Wo ist der Wassersprüher? Ich sage jetzt nicht, dass ich den in... Oh, ich weiß, wo ich den habe. Ah, Mist. Ilona Rosen braucht dafür, das Ganze dann nochmal in Öl zu sehen. Ehrlich? Ja. Und okay. Sascha Konstantin schreibt, zu wenig Daumen bei den Zuschauern. Also bei den Zuschauern. Daumen bei den Zuschauern. Da, 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 da. Wie viel Daumen die Zuschauer haben, sind mir eigentlich wurscht, aber sie könnten ein paar Daumen da lassen noch. So da. 47. So, jetzt fangen wir an, oder? Ja, endlich. Also das heißt, kannst du mal die super Surz machen? Ja, na gut, wenn es schon soweit ist. Da, seht ihr es. Also das ist so, weil immer wieder die Diskussion ist, ne? Also zum Beispiel auf der digitalen Vorlage, die ist ein bisschen grünstichiger als meine Vorlage, oder? Ja, die ist ein bisschen grünstichig aus, oder? Nicht so überraschend. Ja, es ist weniger rot drinnen, glaube ich. Dein Drucker druckt ein bisschen rot. Okay. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich, die Farben habe ich euch jetzt gezeigt, das ist wie heißt das nochmal? Impasto Gel 2, heißt das, das ist Matte. Die Farben habe ich euch gesagt Und auf was ich mal, Achtung, um euch zu verwirren, ich male jetzt das erste Mal auf eine jungfräuliche Malplatte. Und ich kann es eigentlich nicht leiden, auf weiß zu malen. Also, oder besser gesagt, leiden. Es ist, finde ich, ein bisschen problematisch.
Und deswegen, weil ich das auch das letzte Mal gemacht habe beim, was war denn das, wo war denn das, beim Kipferl, wo ich leider versagt habe, mit dem, dass ich diese Strukturpaste einfach ein bisschen zu deckend gemacht habe. Das werde ich jetzt ändern. Mhm. Also das heißt... Brauchen wir wieder den Föhn? Nee, brauchen wir nicht. Ich bin nur am Überlegen, je größer ich den Pinsel wähle, desto... Ja, aber das Problem ist, dann muss ich ihn auswaschen. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, habe ich fast keine Lust drauf. Aber andererseits... Naja. Ja, mach mal was. Na, mach nicht. Du musst groß denken. So. Na, also das heißt... Im Chat schreiben gerade alle, die schon gedaumt haben, dass sie ihren Daumen schon abgegeben haben. Und die, die nichts schreiben, haben das offensichtlich nicht getan. Ja, genau. So ungefähr. Und was natürlich schon cool ist, das ist diese Strukturpaste. Die hat natürlich einen großen Vorteil, dass die Farbe lange offen hält. Also das heißt, fällt mir gerade ein, das war jetzt echt ein bisschen deppert, was ich gemacht habe, muss ich gestehen. Klassiker. Ja, viel hast du ja noch nicht gemacht. Das stimmt. Warum war es deppert? Wobei das bei der Acrylfarbe nicht so tragisch ist. Also ich würde normalerweise das hier alles rot anmalen. Aber das ist bei der Acrylfarbe relativ wurscht, ehrlich gesagt. Also das ist der Vorteil. Stelio schreibt, sein Daumen war der erste. The first thumb. The first thumb is the deep. Ja. Und mir geht es jetzt auch darum, dass ich dieses Korn der Leinwand schließe. Natürlich auch ein bisschen diesen Schimmer dann da reinkrieg. Und dann erzähl mir doch bitte, warum du dich für diese Farben entschieden hast. Ist das nicht offensichtlich für dich? Ich habe gedacht, doch, das ist eine grüne Wiese. Ach so, aber das ist ja eigentlich das Bestimmende. Naja, was ich nämlich jetzt mache. Und beim Kipferl hast du extra die Komplementärfarbe drunter gemalt und diesmal malst du mehr oder weniger die Lokalfarben drunter. Ja, ja. Jetzt, dann erklär mir doch bitte, warum. Naja, was jetzt eigentlich erstmal wurscht ist, weil was nämlich das Coole ist, siehst du es? Das ist so durch die, also du hast jetzt nicht geschaut, aber hier, das ist so, das bleibt total lang offen eigentlich. Mhm. Ne? Also das heißt, normalerweise könnte ich dich jetzt eigentlich Föhn holen lassen, ne? Aber nee, bloß nicht aufstehen. Und das ist natürlich der große Vorteil. Ich schließe jetzt einigermaßen natürlich die Oberflächen und Woodspirit, du verwirrst mich. Wieso? Et Ralf, falsch, bin bloß Schreibfehler. Was, er ist Schreibfehler? Und jetzt hat er die Nachricht zurückgezogen. Und jetzt steht nur noch Schreibfaul da. Schreibfaul. Also Woodspirit hat auch einen Daumen abgegeben, aber hat das nicht in den Chat geschrieben. Weil er schreibfaul ist, also weil er ein Schreibfehler ist. Also ihr seht jetzt, ich habe schon ziemlich viel von dieser Paste jetzt verwendet. Stele schreibt, also es ist eh wurscht, ob weiß oder Farbe. Nee, also das ist so, ich würde immer einen Tonwert drauf malen. Also das ist so. Das ist natürlich jetzt so, ich habe halt einfach eine Farbvorgabe jetzt schon mal, ne? Das ist so. Und ich kann jetzt auch die Farbe jetzt auch. Der Vorteil ist eben, weil ja die meisten Leute natürlich immer so jammern, dass die Acrylfarbe so schnell trocknet. Und was jetzt passiert, das ist, dass die Ölfarbe, ich mache eigentlich das Gleiche, wie wenn ich jetzt ein Aquarell malen würde. Mhm. Ich mache alles erstmal. Wash. Ja, das ist der Wash, genau. Das hast du schön gesagt. Na? Na? Und
je nachdem. Wie stark ich jetzt auch die Farbe in dieses Gel-Medium reingebe, dementsprechend, also ich bin jetzt immer noch transparent und ich habe kein Weiß verwendet. Und das ist natürlich schon der große Vorteil, wenn ich eben erst einmal das Ganze ohne Weiß mache, das Ganze ist dann halt wie ein Aquarell jetzt im Moment. Ne? Durch die transparenten Farben. Weil für mich ist es auch so, dass die Deckfarben natürlich eindeutig einen Vorteil haben. In dem Sinne, ich habe jetzt irgendwie die Sonne ausgelassen. Das habe ich jetzt irgendwie echt voll ignoriert. Oh. Oh. Und ich habe mir gerade gedacht, du hast sie da voll gekriegt. Ja, es schaut gerade so aus, aber ich muss was anders machen. Nee, weißt du, was ich falsch gemacht habe? Das ist, kann ich dir gleich zeigen. Aber es ist no harm done. Na? Na? Das ist wirklich wie beim Aquarell, du kannst das ja sogar wieder rausnehmen. Ja. Na? Das habe ich zwar auch nicht gewusst, aber hat funktioniert. Ja. Das ist halt einfach so. Ja, das freut mich, dass du bei meinem Stream auch noch was lernen kannst. Ja, schon, oder? Na? Weil ich natürlich dann jetzt auch. Susanne Stiller schreibt, nur die Ölmaler jammern, dass Acryl schnell trocknet. Ja. Also mir geht es jetzt glatt ein bisschen so, ob du es glaubst oder nicht. Mir trocknet es jetzt ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Also, nein, lass es. Ich muss aus der Not eine Tugend machen. Hm? Aus dem Not eine Tugend machen. Wobei ich glaube echt, viel werde ich nicht mehr machen. Das ist eh schon eigentlich fertig. Also das ist echt, also tatsächlich, also wenn ich euch das jetzt so einfach mal sagen darf, ich habe echt nicht wirklich einen Plan gehabt, wie ich das malen könnte. Und das Weiß, das müsst ihr immer so sehen, als ob das ist irgendwie so die bei Deckfarben die Rettung. Beim Aquarell natürlich nicht. Also das heißt, wenn ihr jetzt beim reinen Aquarell bleiben wollt, dann geht es natürlich nicht. Ne? Und ich bleibe jetzt auch natürlich so in so einer Impressionismus. Schaut cool aus, wie abstrakt das ist. Huh? Schön. Lessig. Es hat ein bisschen sowas von so Batik-Shirts. Findest? Ja, weil die drei Farben. Das ist so. Ich finde, ich vertrage auch so dieses Überangebot an Primärfarben nicht. Also immer wenn Rot, Gelb, Blau in einem Bild auftaucht. Raster! Ist ja Rot-Gelb-Grün. Ich sollte zuhören, wenn du redest, gell? Nee. Das ist passt. So. Okay, gut. Nee, es muss nicht. Das ist echt wirklich, das wäre viel zu viel verlangt von dir. Sascha Konstantin schreibt, interessante Spontanrealismusfarben. Ey, ich lass mich nicht produzieren von dir, Alter. Das ist so lustig, dass wir uns jetzt, wir kennen uns schon so gut alle, gell? Dass man weiß, wo ist die Achillesferse des einen oder der anderen. Sascha Konstantin schreibt aber auch, ich finde es so, wie der Ansatz ausschaut, schon interessant. Also das war jetzt zum Wiedergutmachen für den Spontanrealismus. Ja, genau. Ja. Ilona Rosen schreibt Osterfeuer? Das hat sowas wie diese Illustrationen von diesen religiösen Spruch. Ja, voll, das ist das Licht Gottes und so, das dann so. Ja, das stimmt, das hat genau das. Uiuiuiui. Wahnsinn, was ich alles kann. Mhm. Unglaublich. Jetzt müssen wir nur noch, und der Chat muss uns jetzt noch den passenden Sinnspruch dazu sagen.
Irgendwie ist es schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also, weil das, was ich irgendwie beim Peter-Bild anders gemacht habe, ist, dass ich, also ich male ja jetzt schon mein Bild, ne? Das ist halt irgendwie so. Ach ja, du malst ja. Nein, schon. Nein, ich rede jetzt davon, ich habe beim Peter habe ich erstmal irgendwie so zufälligst das, oft Sachen drauf gemalt. Der Mann von letzter Woche hieß Peter. Ah ja, Entschuldigung, das ist der ja. Männerakt. Der Männerakt. Ja. So. Mit je- Apo hat den passenden Spruch: Mit jedem Schluck kommt man Gott näher. Fang das Licht, schreibt Stelio. Ja. Ja, wichtig ist ja auch, das sieht man jetzt dann auch, das wird man eigentlich immer besser sehen, dass die Struktur dann so wichtig wird. Na, also das heißt, deswegen kann ich jetzt auch echt ordentlich Farbe drauf. Koffern. Danke. Sascha Konstantin schreibt, meine Fantasie sieht oben ein Pferd. Das ist ein Spruch. Ich sehe eine Ente. Das ist hier ja. Ein Entenkopf, da ist der Schnabel. Das ist eine gigantisch große Ente. Das ist. Nein, so eine riesen Gummiente. Ja, so eine Gummiente, ne? Wie heißt der? Der Herr Nacho-Clown? Wer? Gunkel? Na, ein Italiener. Was? Da hat es oder gibt es einen Italiener, der sich selber Nacho-Clown nennt. Echt? Und der hat eine 20 Meter große Gummiente irgendwann einmal schwimmen lassen. Ehrlich? Ja, ja. Nee, das weiß ich gar nicht. Was irgendwie auch interessant sein wird, ist der Vordergrund. Also ich habe jetzt den Horizont einfach zu hoch. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. Wow, das ist jetzt die große Frage. Was ist die große Frage, die sie uns stellt? Warum? Nee. Doch, das ist immer die große Frage. Let I it or not? Na? Leave it be or not? Das war eine große rhetorische Frage. Wieso? Ist das eine rhetorische Frage? Nein, das musst du wissen. Echt? Muss ich das wissen? Cool. Dirk König schreibt, Ed Stefan Nützel Sinnspruch. Und der Herr sprach, die Farbe muss auch noch woanders hin. Ja, genau. Das ist so, das kann ich jetzt machen, indem die Farbe dann. Seht ihr was da passiert? Da muss ich runter machen. Ich mache jetzt dann. Dann musst du die Korrektur machen später. Aber. Monika Neuwirth schreibt, das ist ein Pudel. Ein Pudel? Ja, ist aber schon cool. Ich bin jetzt schon angetan. Ich weiß, dass es gut wird. Ich weiß es einfach. Was auch ganz gut ist, das ist meine Struktur passt es aus. Leo Bassi heißt der Anarcho-Clown. Leo Bassi? Von dem ich noch nie gehört. Der ist super. Ja? Mhm. Was macht denn er so? Anarcho? Er erzählt, wie arg das ist, dass irgendwo in Afrika die Golfplätze, die Wassersprenkelanlage und draußen gehen die Frauen kilometerweit zum nächsten Brunnen, um ein Wasser zu holen. Und dabei hat er einen Golfschläger in der Hand und ein Ei. Und das legt er dann auf die Bühne hin und erzählt das. Und zerhaut das Ei. Und macht ein paar Probeschwünge und schießt dann einmal Richtung Publikum das Ei. Oh. Oder er erzählt irgendwas über Cola und hat da so einen Anzug, wo er sich dann die Colaflaschen so hinsteckt. Und dann springt er ganz viel und hat eine Bohrmaschine und dann bohrt er die Colaflaschen auf. Echt? Die Leute im Publikum, die in den ersten Reihen bekommen, eine durchsichtige Folie, mit der sie sich ein bisschen schützen können. Leo Bassi, sehr empfehlenswert. Das heißt, man kriegt auch noch Allgemeinbildung hier. Da wäre es. Peter Scherer schreibt, warum verwendest du manchmal eine graue Grundierung und manchmal eine weiße? Das manchmal eine weiße ist eigentlich eher selten, ehrlich gesagt. Das ist jetzt echt eine Ausnahme. Es ist du verwendest so, eine weiße Grundierung, wenn du vergessen hast, Ich habe ein graues drüben gehabt. Ah, okay. Es war eine bewusste Entscheidung. Du hast nicht nur vergessen, das zu grundieren, sondern du hast doch vergessen, dass ich da drüben noch eins habe. Ja, genau. Das ist auch das.
Lasur on the go, schreibt Wood Spirit. Ja, aber das ist das Interessante daran ist eben, dass wenn ihr das mit dem Gelmedium macht, ist eben der große Vorteil. Das, ich meine, das ist schon cool, ne? Also wie das dann. Wenn ihr das mit dem Gelmedium macht, ist der große Vorteil. Dass es eben ausschaut, wie dass es Lasuren bleiben. Mhm. Ne? Das ist ja der Karnack-Punkt. Ja. Und das Gute daran ist ja eigentlich auch, dass ich nicht unbedingt mir so viel Sorgen machen muss um die Zeichnung. Das ist so, ich kann das immer wieder verändern. Also das heißt natürlich auch, dass meine Transparenz verloren geht. Aber trotzdem ging es mir jetzt eigentlich hauptsächlich darum, dass ich Volumen aufbaue. Also Volumen von Farbe. Also das heißt, dass ich Struktur kriege. Das sieht man jetzt schon. Dieses Aufreißen der Farbe ist schon ziemlich gut. Und das ist grundsätzlich eigentlich auch immer so ein Grundprinzip von dem, wie ich vorgehe, weil mir eben die Acrylfarbe eben manchmal zu körperlos ist und dieses Gelmedium, das macht es dann halt möglich, dass die Struktur einfach auch ein bisschen stärker wird. RS schreibt, guten Abend. Hallo. Stelio schreibt, guten Abend, RS. Sascha Konstantin schreibt, guten Abend, RS. Ich lese nicht mehr alles vor. Okay. Fabian Pichelmeier, Stefan, dritter Versuch. Wolltest du nicht noch die Rose in Acryl malen, Zwecksvergleich? Oh shit, das habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, aber was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, hat auch wer gesagt, dem ich ganz viel zuhöre jeden Mittwoch. Ja. Ah. Apo schreibt, kann man bei dem Medium später auch ein Firnis drüber geben oder saugt das weg? Nee, das saugt gar nichts, das ist alles Plastik. Das ist alles Plastik, die ganze Geschichte. Also, wie schaut's aus? Gehen wir auf eine Käsekreine? Soll ich noch was machen? Ja, der Horizont ist rechts zu hoch. Da? Ja. Ja, das müsste ich korrigieren, ja. Aber sonst? Ha! Erstes Deckweiß in der Veranstaltung. Ich mache das jetzt einfach, ich mache wirklich einen klassischen Ralfonso, gell? Mhm. Ein Pinsel. One brush to rule them all. No? Wobei es jetzt eigentlich schon mühsam wird, wenn ich jetzt die Farbe wechsle. Jetzt brauche ich warme Farben. Aber schaut schon ganz nett aus. Du verwendest nur einen Pinsel, weil du nicht gern Pinsel waschst. Und dann waschst du mit einem Pinsel die ganze Zeit. Ja, weil der so groß ist. Achso, das meinst du. Aber danach dann. Aber der ist schon schön. Ja. Ah ja, falls es das ist 30 auf 30. Das habe ich nicht gesagt. Das ist so eine Malplatte, die mit Baumwolle bespannt ist. Und die Pinsel, die ich verwende, das sind die Lascaux Pinsel. Die extra Lascaux für die Acrylmalerei gestaltet hat damals. RS ist wieder der nervige Edward Hopper-Typ, schreibt RS. Okay. Seid ihr jetzt so gemein zu dir, RS? RS schreibt sorry nochmal. Achso, mit der Kopie war das, ne? Ja, ja. Ja. Was soll ich jetzt machen, Ralfonso? Magst du eine ernsthafte Antwort haben? Ja. Dann mach den Himmel heller. Okay. Also den beim Horizont. Ah, okay. Und ganz wichtig ist der Lensflare, der direkt über dem... Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der Lensflare ist natürlich so... Wie sagt man eigentlich Fabian Pichelmeier schreibt, Ed Stefan, fertig, Hammer. Ja, finde ich auch. Das ist so. 50 Minuten. Und davon waren 30 Minuten blub blub.
Das wäre jetzt echt die Frage. Also das wäre jetzt eigentlich eine Herausforderung. Jetzt in dem Sinne, dass ich jetzt nur noch Sachen mache, die das Bild fertig machen. Okay. Also das ist jetzt so, also nicht irgendwelche Umwege. Also und ich kann es vorher, das ist wie beim, kennst du es wie beim, ist es beim Billard oder so, wo man dann ankündigt, was man jetzt macht, oder? Ja. Man schießt dann dahin und dann passiert das, oder? Das ja, wird da, ja, wird da ja, gemacht, ja. ne? Ja, ja. Okay. Das heißt, ich, das ist grundsätzlich auch so eine Vorgehensweise. Wenn ich jetzt das Bild anschaue, also das ist so, dass da dich den Horizont ruiniert habe. Das da, das ist schon mal nicht schlecht als Basis für das. Das werdet ihr da sehen, wenn ich da das draufsetze oder so, das wird relativ gut funktionieren. Hier zum Beispiel habe ich das dann einfach so gemacht, dass ich das so ungefähr so die Form definiert habe. Ihr seht es, das Ganze ist so eigentlich so ein Dreieck. Und da ist dieser Ast darunter, da ist der. Also das ist so, ich bin eigentlich ganz, ganz okay unterwegs. Und jetzt wäre ich die Frage, wie viel muss ich malen, dass das Bild funktioniert? Ne? Stelio schreibt, zum Drübermalen reicht's. Apo schreibt, klatscht doch noch eine Rose drauf. Sascha Konstantin schreibt, das Bild, wie es aktuell ist, finde ich echt klasse. Da kann man so viel drinnen sehen, was man ausarbeiten könnte. Pferd, Gesicht, Wolken, Licht und Magie. Und Gesie Schulze schreibt, ich wollte einen grünen Baum, Heide sehe ich hier genug, östlich von Hannover. Und Jeanette Stein schreibt, Was, Gesie, meinst du den grünen Baum, dass ich jetzt keinen grünen Baum gemacht habe? Oder wo ist, where is the point, what's the point? Ist das eine Heide, dieser... Nein, das ist keine Heide. Nee. Sascha Konstantin schreibt, jetzt ist die Fantasy futsch. Es wurde drüber gemalt. Lass den Baum weg. Ich glaube, das ist alles auf deine Frage, was du noch malen sollst. Okay. Wir sind viel weiter vorne in der Zukunft. Okay, das ist so, das musst du überreißen. Um was es da geht. Ich tät ja die Kommentare auch rechtzeitig lesen, aber die kommen halt 5 Minuten nach dem... Ja. Aber es ist wirklich echt so eine Geschichte, dieses... Der ist da, der Ast. Da ist der. Da ist der. Kommt drauf an, ob das zu dunkel ist, aber ich brauche jetzt mal ein paar Anhaltspunkte. Da geht er runter. Aber theoretisch kann ich dann auch mit der Strukturpaste am Ende so Lasuren drüber malen. Ja. Das ist aber echt so die Geschichte. Diese Sache, zum Beispiel, das machen manchmal Fotografen, das haben es eine Zeit lang, also ich glaube, das ist nicht mehr angesagt oder so, dass das gemacht wird und so, ne? Aber das haben es eine Zeit lang gemacht, dass sie zum Beispiel dann Fotos gemacht haben und haben dann über das fertige Foto, haben sie dann diese Strukturpaste drauf, dieses Gelmedium, und haben dann die Pinselstriche in Form auf der Oberfläche so gemacht, also so um die Wange oder im Hintergrund und so. Und wenn du dann auf das Bild geschaut hast, dann hat es halt so eine Struktur gehabt und hat so getan, als ob es ein Bild wäre oder so. Ne? Na gut, das machen die Fotografen heutzutage nicht mehr, weil auf Instagram sieht man das ja nicht, die Struktur. Genau. Naja, das stimmt. Das war eher so die Geschichte, dass es... Gesie Schulze schreibt, Ed Stefan Nützel, Heide als Landschaft. Ich sehe auf der Vorlage grün, der Baum ist sehr lila. Dann mache ich hier lila rein. Ja, dann ist es wieder ausgeglichen. Ja. Ich bin schon wieder Andrew. Ja. Man sagt was zu mir und ich tue dann einfach was dagegen malen. Schaut aber scheiße aus, was ich gemacht habe. Also, so, jetzt geht's los. Na? Wichtig ist, dass das Weiß, ne?
Ich kann ja immer wieder drüber lasieren, ne? Aber dass das richtig knackig drunter ist. Also das kann ruhig ein bisschen Struktur haben und so. So, mein Himmel. Spinni. Oder bin ich jetzt im Himmel? Gott, das ist aufregend. Mhm. Jeanette Stein schreibt Männerakt. Liebe Jeanette, letzte Woche. So. Letzte Woche, das war ein Männerakt. Ja. Ich mache ein bisschen Soundtrack. Das ist interessant. Schau dir das an, was das macht. Unglaublich, ja? Mhm. Oh, das ist cool. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mal. Was halt auch bei der Landschaft auch relativ wichtig ist, das ist, dass man gerade wenn es um Struktur geht, also wie zum Beispiel Bäume oder Wiesen oder so, dass man eben nicht zu ordentlich malt. Also dass man es nicht zu ordentlich ausmalt, ne? Sondern dass der Farbauftrag eher chaotisch ist. Das ist zum Beispiel was ich total ärgerlich finde hier mit dem Weiß, was das da macht. Das ist echt eine Unverschämtheit von dem Weiß. Ja, diese blöden Streifen. Aber wie war das, wenn man die Palette anschaut, dann sieht man, ob das Bild was ist? Das kann ich gar nicht leiden, wenn ich zitiert werde. Das ist echt das Letzte. Wirklich. Also. Sascha Konstantin schreibt, der Stefan hat einen Realismus-Trigger, aber tolle Farben. Ich hoffe, ich habe das adäquat vorgelesen. An was für ein Realismus-Trigger. Wieso? Also genau, dass ich dann irgendwie drauf reagiere. Ja. Ja, weil weißt du, Spontanrealismus ist für dich ein Problem, aber du malst den grünen Baum da lila. Echt? Ist es für euch ein Problem? Ich interpretiere, was Sascha Konstantin da geschrieben hat. Und jetzt seht ihr schon, dieser Übergang, ne, den kriege ich natürlich relativ gut hin, weil die Farbe da oben nass ist. Seht ihr das? Also das heißt, ich kann mit der Acrylfarbe eigentlich auch so malen wie mit der Ölfarbe. Also das heißt, ich habe jetzt eigentlich einen relativ geschmeidigen Übergang hingekriegt. Na, also das heißt, und so eine Geschichte, die man gerne mal irgendwie falsch macht, das ist, dass man den Himmel zu dunkel macht. Also das ist so, der Tonwert ist relativ weit oben. Na? Und ist beim Himmel allgemein so. Der ist relativ hell. Ja, zum Beispiel dieses Rosa, ne? Das ist jetzt so die Sache. Also ich sehe das da drin. Siehst du das eigentlich? Ich hätte eher ein Gelb gesehen. Aber ah, okay. Und durch das jetzt Übermalen, ist es jetzt so, ich gebe echt die Strukturpaste rein und dadurch bleiben meine Farben eigentlich immer eher an der halbdeckenden bis transparenten Seite, ne? RS schreibt, ich hätte gern gewusst, ob es bei der Qualität, Preis der Farben im Allgemeinen eine große Rolle spielt und ob man es auf dem Bild sieht, ob zum Beispiel Kobaltblau oder Farbton ist. Ja, das ist schon so. Das sieht man schon. Also ich bin der Meinung, dass man die super teuren Farben verwenden muss, aber das ist trotzdem so, dass es schon einen Unterschied macht.
Also, ja, man sieht schon einfach, ob die Farben qualitativ ein bisschen höherwertiger sind oder ob sie Billigheimer Farben sind. Da kann ich ja noch rumfummeln. Also was ich auch noch gerne mal mache, ich male die Farbe auch noch woanders hin, wenn ich sie habe. So, wie war der Sinnspruch? Mein Kurzzeitgedächtnis, ich scroll da wieder rauf. Und der Herr sprach, die Farbe muss auch noch woanders hin. Dirk König. Sascha Konstantin schreibt, ich finde es in den Farben echt mega. Dankeschön. Thank you and thank you. RS schreibt, danke. Für was? Ich glaube, für die Erklärung mit den teuren Farben. Ja. Wölkchen, Ed Stefan Nützel. Also Wölkchen schreibt, Ed Stefan Nützel. Ist das eigentlich jeden Mittwoch auch für dich spannend, wie du das Motiv an dem Abend umsetzen wirst? Oder ist das bei dem Bild, die du malen musst, die gleiche Vorgehensweise von dir? Ich muss. Wohl willst du, denn du musst. Das habe ich am Anfang des Streams gesagt, also wer nicht pünktlich da ist, ne? Was soll ich da groß sagen? Wir prüfen das. Übernächste Woche. Wir prüfen das. Weil nämlich, es ist so, dass ich das heute gesagt habe, ich habe echt keine Ahnung. Das ist jetzt alles so, wie ich angefangen habe. Also das war wirklich aus der Hüfte geschossen. Ja. RS fragt, optisch oder technisch? Ich glaube, das ist die teure Frage, die teure Farbenfrage. Was? Das ist jetzt die teure Frage? Farbenfrage? Ja, also ich glaube, wenn du meintest, ja, es macht einen Unterschied. Und ich glaube, dann ist die Folgefrage, macht es optisch oder technisch einen Unterschied? Beides. Also das ist einfach so, ob ihr es glaubt oder nicht. Also ich habe es bis jetzt mit einem Pin gemacht. Wenn ihr jetzt eine teure Farbe habt, dann braucht ihr auch weniger Farbe. Ja? Weil die stärker pigmentiert sind. Also das heißt, ihr haut jetzt zum Beispiel ein Gelb irgendwo rein und dieses Gelb verändert einfach die Mischung stärker. Sprich, ich brauche weniger Farbe, obwohl sie teurer ist. Also das ist so... Ja? Und du weißt, was ich meine. Das ist so... Also das ist so immer eine Abwägung von bestimmten Dingen, ehrlich gesagt. Also das ist sicherlich einfach auch der entscheidende Punkt. Gundel Busch fragt, Ed Stefan Nützel, tauschst du auch mal das Wasser im Becher aus? Nee. Also sprich Frischwasser? Nee. Wenn du Weiß benutzt, oder ist dir das wurscht? Nee, das ist mir egal. Annette Bayer schreibt, da bin ich einmal nicht pünktlich und schon wird man abgemahnt. Ja, genau. Ja, das ist einfach so. Also tatsächlich ist es dann echt so die Frage, für mich ist die entscheidende Frage, ab wann packe ich den kleinen Pinsel aus? Ne? Das ist die alles entscheidende Frage. Dietmar Stiller schreibt, im Stream sieht es so aus, als ob die Sonne genau in der horizontalen Bildmitte ist. Das wirkt kompositorisch nicht ideal, oder was meinst du? Horizontale? Ich glaube, er meint vertikal. Also, da ist es fast in der Mitte. Aber es ist so, ich nehme das hier noch weg. Da bin ich jetzt richtig. Da kommt noch der Baumstamm. Ja, also da kommt noch der Baumstamm davor und das wird eher hier sein oder so. Also, okay. Nora Tahi schreibt, da läuft links eine Figur in den Baum.
Da läuft eine Figur in den Baum. Ich lese heute fast, also so gut wie alle Nachrichten vor. Das finde ich super. Und deswegen habe ich die jetzt auch vorgelesen. Ich glaube, du hast da eher schon drüber gemalt. Apo schreibt, wobei teuer ja relativ ist. Die 10 bis 20 Preisrahmenfarben wie Norma und Co. sind ja auch gut. Es muss ja nicht 60 pro Tube sein. Ja. Und Annegret schreibt, gut, dass die Grautöne jetzt dazukommen. Vorher sah es stark nach Waldorf-Pädagogik-Bild aus. Ja. Aber ich finde einfach solche Wertungen finde ich gemein. Warum? Waldorf-Pädagogik ist ja nicht wertend. Ah ja, das stimmt. Das, was du dir dazu denkst, ist wertend. Mist. Und gemein denken ist okay. So, also was ich jetzt mache, ist, dass ich jetzt eigentlich alles... Wer den Anfang verpasst, beherrscht das Ende. Genau. Dietmar Stiller schreibt, danke. Bitte. Bitte. Sascha Konstantin, Grins, ob der Ralf bei den Ästen auch den 2-Zoll-Pinsel gegen einen kleinen wechseln würde? Große Frage, was würdest du machen? Nö. Angeber. Vielleicht mit der Spachtel. Stimmt. Ja. Bravo Ralf, super analysiert, schreibt Stelio. Danke. Dir König, Komposition ist, wenn der Baum in der Mitte steht. Ja, da wären wir wieder bei dem Thema. RS schreibt, ich wünsche euch noch viel Spaß, muss schlafen, danke und Prost. Oh. Oh. Oh ja, die Claudia Grabherr sieht, wenn sie die Augen zusammenkneift, einen Reiter auf einem brennenden Tier. Ja, fast so. Welcher ist das? Der, ja, das stimmt. Der gegen den Drachen kämpft. Ja. Da sind wir schon wieder bei dem religiösen Motiv. Heute ist es irgendwie fast transzendental. Das ist der, ja. Wie heißt denn der? Können wir nicht wieder Makkerte malen? Das ist... Dass es wieder ein bisschen atheistischer wird hier. So. Jetzt. Waldorfpädagogik, brennender Stier. Ne. Also Sascha Konstantin hat geschrieben, einen Stier, würde ich sagen. Ja. Ja, das ist schon, siehst du das, diese Strukturpaste ausmacht? Das ist wirklich so, alle Farben bleiben relativ transparent. Ne? Erst einmal. Hast du da jetzt noch immer überall Strukturpaste? Ja, ich gebe es immer wieder dazu. Also wirklich so wie das Liquin. Ja, genau. Und dann bewege ich mich zum bläulichen. Na? Da habe ich zum Beispiel im Pinsel hinten, siehst du es? Mhm. Das Violett. Mhm. Wenn ich da drauf drücke, verdrecke ich mal gleich meine Farbe. Das ist natürlich so das minimale Blau, das ich jetzt eigentlich brauche für so diese feinen Töne, die dann da sind. Der heilige Georg war das. Ah ja, es ist im Chat gekommen. Ja, oh, Ilona Rosen. Wow, super. Ist das der Schutzpatron der Acrylmaler vielleicht sogar? Das ist bestimmt der Schutzpatron der Acrylmaler. Ein feuerspeiender Orca.
Okay, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Ich kämpfe echt wirklich mit dieser Farbe. Und jetzt brauche ich diese Farbe. Ja, jetzt macht auch das Violett drunter einen Sinn. Gell? Ja. Das war so visionär von mir gedacht. Der Chat schweigt auch. Ja, ich auch. Aber was jetzt dann gleich passieren wird, ist, dass ich eine Pause mache. Eine kurze Pause wäre prima. Kurze Pause, Holadio. Also wenn ich eine Farbe habe, schaue ich, dass ich sie noch woanders hinkriege. Da ist so ein Lensflare. Oder hier diese Farbe zum Beispiel. Die schreit förmlich danach, dass ich sie mal da rein mal. Stelio schreibt Boba Fett. Und Sascha Konstantin schreibt, fantastische Nächte. Der Stefan regt heute unsere Fantasie an, obwohl er eigentlich nur den Baum malen möchte. Ja. Annette Bayer, der Schutzpatron der Acrylmaler heißt sicher Sankt Gerstecker. Das ist auch gut. Dietmar Stiller, was ihr so seht, trinkt ihr alle Kartoffelschnaps. Jawohl! Das stimmt. Und es ist halt so, dass ich schon jetzt versuche, im Vordergrund einfach ein bisschen mehr Material aufzubauen, damit. Und das ist jetzt, da habe ich zum Beispiel weniger Strukturpaste drin. Was ich schon probiere, ist im Vordergrund Material aufzubauen, damit. Damit da mehr Struktur ist, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, weil ich mag solche wie soll ich sagen, solche Flächen, die, wo man normalerweise immer ein bisschen schleißig damit umgeht, mit diesen Flächen. Und das ist so, ich versuche die Struktur da drin zu finden. Also wenn ich jetzt was sehe, was jetzt irgendwie eine Form definiert, dann, also jetzt zum Beispiel hier diese kleinen Hubbel, ich werde nicht alle malen, aber ich werde auf jeden Fall dann auf einige davon eingehen, damit eben ich diese Räumlichkeit erzielen kann. Danke. Bitte, danke. Danke, dass du mich erinnert hast. Ja. Nein, das war du gerade. Das war ein wunderschöner, nicht fertiger Satz. Also wenn es darum geht, Bilderbuch nicht fertige Sätze zu machen, war das echt, ja. Sascha Konstantin schreibt und an alle Zuschauer, wer hat für diese fantastische Kreation einen Daumen da? Claudia Grabherr freut sich über den Schutzpatron der Acrylmaler. Stelio schreibt, also im Moment sehe ich alles außer einen Baum. Echt? Nimm's offene Auge. Zu wenig rot. Zum Glück hatten die Impressionisten keine Acrylfarben. Schreibt Stelio. Also was natürlich schon super ist, oder was total wichtig ist, ist, dass in dem Grün nicht nur Gelb-Grün und Blau-Grün auftaucht, sondern dass dann einfach auch unterschiedliche Farben da drin sind. Also das ist schon auch wichtig. Ne? So, und da ist es also, das Koffern ist ja nicht nur eine Sache, sondern es hat ja damit zu tun, dass es wichtig ist, den Pinsel vollzuladen, ne, damit der eher was Unregelmäßiges dann also kreiert, also eher so unregelmäßige Strukturen. Da.
Das heißt, wenn ich jetzt aber mit einer kalten Farbe reingehe, dann siehst du ja, was dann da passiert, also wie das sich verändert. Ich sehe das hier auch, dass hier diese verschiedenen Töne, weil zum Beispiel diese Schattenfarbe, die ist zu massiv, ne? Mhm. Die ist viel zu massiv. Aber das ist immer so ein Angleichen von Farben. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Farbe im Pinsel habe, dann schaue ich natürlich, ob ich die irgendwo unterkriegen kann. Ne? Also ich kämpfe jetzt echt wirklich so mit diesem Ton. Und ich schaue jetzt mal. Ich weiß, was es ist. Das ist eben, den muss ich sauber mischen. Hier ein leuchtender Grünton. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu sehen ist. Ja, doch, das ist knapp noch zu sehen. Ich weiß natürlich auch, dass diese Farbe dann natürlich transparent werden wird wieder. Dunkler. Dunkler auftrocknen, nicht transparent, sondern dunkler auftrocknen. Und dann probiere ich mit. Und diese verschiedenen Grüntöne, die sind's, die das dann echt so ein bisschen rausreißen. Ne? Und jetzt sehe ich, dass es wiederum zu hell geworden ist und ich marschiere dann einfach auch gerade von der einen Farbe zur anderen. Gleich in der Mischung, damit ich dann da ansetzen kann, damit ich weiß, okay, da bin ich jetzt zu hell geworden. Und dann habe ich noch den Vorteil, dass dadurch die Farbe auch noch nass ist. So wie es nicht ganz so deckend haben, gibt noch ein bisschen von der Strukturmasse rein. Und du siehst eigentlich, dieser Vordergrund, der ist eigentlich echt, also der Baum ist nicht wirklich so das Ding, weil das ist so, da werde ich dann die Negativräume und die Äste machen. Es ist zwar auch noch ein bisschen Arbeit, aber dieses, wenn ich jetzt die Augen zusammenkneife, siehst du, dieses das ist zu kalt. Also wenn ich mir jetzt wirklich dran halten werde und so, das ist jetzt so die Frage, aber zum Beispiel, das ist jetzt zu kalt hier und es ist in dem Fall eine warme Farbe, also das heißt, das ist hier dieses Rot mit viel Weiß. Ist es? Das da ist es. Diese Farbe. Ja. Nein, ein bisschen. Also das Entsättigte dazwischen tut dem Ganzen auch ganz gut, damit es nicht so knallt. Ja. So, ich habe was. Herbert schreibt: Stefan, deine Malweise ist vorwiegend in Strichen. Stupfen sehe ich selten bis gar nicht bei dir. Ja. Ich bin eher ein Stricher. Sascha Konstantin schlagt vor, wenn du ein Buch schreibst, muss ich ein zweites malen, wo ich die Sätze vervollständige. Nee, weil wenn ich ein Buch male, dann konzentriere ich mich drauf. Buch mache, dann konzentriere ich mich auf meine Sätze. Peter K. schreibt ein Drittel Buch, zwei Drittel Querverweise. Der König schreibt Lensflare auf dem Stamm. Also da bin ich nicht. So, jetzt ist es wieder so. Das ist natürlich immer das Blöde mit dem Abwischen. Ja, dass ich dann letztendlich. Das ist zum Beispiel zu kalt, die Farbe. Die ist super. Ja. Das heißt, wenn ich schaue, ob ich die noch irgendwo unterbringen kann, dann mache ich das doch glatt. Dirk Holstein schreibt, was ich an Acryl nicht mag, ist, dass es so schwierig ist, die Farben nicht separiert ausschauen zu lassen. Schauen die separiert aus? Ja, so ein bisschen, ne? Naja, weil beim Öl malt sich natürlich alles automatisch ein bisschen ineinander. Ja, genau. Das muss ich anders machen im Endeffekt. Ja. Das muss ich halt anders erzielen. Das ist nicht der Punkt. Ja.
Ja. Anders erzielen heißt in dem Fall viele Farben. Viele Flecken übereinander, die sich egalisieren. Ja. Das ist so, erstmal die Zwischentöne sind eine Geschichte. Aber natürlich auch diese vielen Flecken, die helfen dann. Yvonne K. schreibt einen Abend an alle. Yvonne K., du bist so zu spät, dass du sogar verpasst hast, dass der Stefan mit Menschen geschimpft hat, die nicht zu Beginn da waren. Schön, dass du da bist. Aber ich glaube, Yvonne K. hat einfach von Anfang an zugeschaut und jetzt traut sie sich reinschreiben. Okay, das kann sein. So, ich mache jetzt kurz eine Pause. Da siehst du es. Das heißt, wenn jetzt die Farben nicht hundertprozentig passen, vom Tonwert her, dann gehe ich eben nochmal drüber und verändere die dann. Ich glaube, also die Tendenz ist jetzt einfach da, dass ich irgendwann einen kleineren Pinsel verwende. Ja, das ist so. Da, sobald eine andere Farbe reinkommt, schaut schon cool aus. Das Grün. Das blasses Grün. Also ich muss die Augen zusammenkneifen. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel eine Farbe im Pinsel habe, dann schaue ich natürlich, wo ich die noch unterbringe. Ich mache wirklich eine Stricherliste das nächste Mal. Dietmar Stiller schreibt, zwar dir König, ich lese es aber trotzdem, was vielleicht auch interessant ist für Leute, die den Chat nicht lesen. Mhm. Warum muss man einen fotografischen Lens-Flair malen? Dann weiß jeder, dass es vom Foto ist. In der Realität gibt es keinen Lens-Flair. Danke. Ja, das ist eigentlich auch so. Das ist der Ansatz eigentlich. Sobald ihr, das ist zum Beispiel der Klassiker, ist dieses geblitzte Foto. Also wenn man ein Porträtfoto hat, so, und dann so diesen Schatten projiziert. Wenn ihr das malt, dann weiß der Betrachter sofort, dass es von einem Foto weggemalt ist. Ja, schade, dass es diese roten Augen eigentlich nicht mehr gibt heutzutage. Ja, das stimmt. Die Kameras schaffen das gar nicht immer mehr. Also Yvonne K. ist wirklich zu spät. Aber endlich mal wieder. Schönes Motiv, schreibt sie. Und Regina Markert Metzger spät, aber doch guten Abend an alle. Heute kommen alle zu spät. Wie viele Zuschauer haben wir? Oh ja. Dirk Holstein schreibt, bei mir schaut Acrylmalerei immer wie Malen nach Zahlen aus. Fließende Übergänge schwierig für mich. Also, ich mache jetzt mal kurz eine Pause. Und dann werde ich in einen kühnen Endspurt gehen. Also vielleicht das mal einen Baum machen und ich baue jetzt einfach echt so, das ist eigentlich eine gute Lektion mit einem Pinsel. Und jetzt ist aber das Ding, wo es mich nervt. Also das ist so, ich merke einfach, dass mich das jetzt nervt, mit einem Pinsel rumzueiern. Nicht nur, weil er groß ist, sondern weil ich dann, wenn ich Farben wechsle, habe ich einfach zu viel zu tun. Also wenn ihr jetzt eine Frage habt, dann stellt sie mal. Ich mache jetzt kurz eine Pause, aber ich tue nochmal den einen oder anderen Strich noch machen, damit ihr Zeit habt, eure Fragen loszuwerden. Also mir war jetzt die Wiese ist jetzt fast ein bisschen unruhig. Also ihr seht es, ich habe den Pinsel auch wirklich richtig voll.
Auch da die Kontraste. Das ist so irgendwie, es muss dann echt leuchten. Ich schau mal, ob ich das da oben reinmalen kann. Ne? Mhm. So. Pause. Kurz, ich muss mal Abstand vom Bild nehmen. So. Fragen? Regina Markert Metzger schreibt super schöne Farben. Dankeschön. Diese sitzen hier. Hm? War noch ein Weiß. Ups. Oh. Ist das das Weiß? Yes. Mhm. Schalt mal um. Auf die Palette? Auf die Toilette. Auf die Toilette. Ja. Nee, auf die Totale. Auf die Totale. Würde ich sagen, damit sie dich auch mal wieder sehen. Hm? Damit ich hier. Boah, jetzt bin ich aber. Streck mir heute an. Wer hätte das gedacht? Also. Also, es wird ein bisschen diskutiert, ob der Lens Flare das Richtige ist. Also oder ich ob man den malen muss oder nicht. Ich finde echt, dass es echt darum geht, dass man es nicht unbedingt malt, ehrlich gesagt. Also, wie würdest du die Äste machen? Mit einer Malspachtel? Mit einem großen Pinsel. Diese kleinen Einzeldinge? Ja, ich glaube, ich würde es mit einem Pinsel probieren und dann eher den Himmel wieder hineinmalen. Aha. Aber und dann würde ich es mit der Spachtel probieren und wäre dann extrem unglücklich, weil ich mir mit der Spachtel schwer tue. Das habe ich da auch gemerkt. Okay. Mhm. Aber ich probiere es immer wieder, wenn es sich ergibt, dass ich mit der Spachtel mich beschäftige, damit es besser wird. Okay. Ja. Wenn es sich ergibt. So, ha! Monika Neuwirth, ist dieses Motiv nicht auch eine Einladung, nur mit Spachtel zu malen? Ja, genau, das sind wir. Ja, könnte man machen. Aber da ist es auch so. Also ich finde, Spachtel malen mit der Acrylfarbe finde ich nicht ganz so prickelnd. Also das ist so, weil das, was mich echt, was ich nicht so gut finde an der Acrylfarbe, ist, dass die so das Volumen verliert. Also das, was du an Spachtelstruktur kreierst, bei der Ölfarbe, bam, bleibt es einfach stehen. Aber bei der Acrylfarbe, wupp, wird es dann irgendwie weniger. Und dementsprechend ist es eben so, dass die Spachtelmalerei mit der Acrylfarbe, habe ich noch nicht gemacht, wäre eigentlich ein Thema, ehrlich gesagt. Also es wäre schon nicht schlecht. Kann man machen. Der Max. Sehr gut, ganz viele. Max Hott fragt, hast du eigentlich schon mal davon Gebrauch gemacht, eine Untermalung mit Acryl zu machen und dann mit Öl weiterzuarbeiten? Ja, habe ich schon gemacht. Wölkchen. Warte kurz, ich muss glaube ich noch ein bisschen, weil das ist eine Sache, die oft gemacht wird, also die oft empfohlen wird, weil natürlich die Acryluntermalung so schnell geht, man kann es dann hinhauen und dann hat man den Vorteil, die Ölfarbe drüber zu geben. Aber die Problematik ist halt eben, das funktioniert, technisch handwerklich funktioniert es auf jeden Fall, in dem Sinne, dass die Farbe, man malt ja auch auf eine Acrylgrundierung und dementsprechend ist es eben so, dass es an sich kein Problem ist, dann die Untermalung so zu machen. Aber die Farbsysteme zu wechseln, das kommt darauf an, wie die Untermalung ausschauen soll. Also das heißt, wie man weitermalt. Also das ist so, ob man jetzt zum Beispiel eine weiche Untermalung hat, dann ist natürlich die Acrylfarbe nicht unbedingt das richtige Material. Da wäre die Untermalung in Öl wieder besser. Jetzt zum Beispiel die Untermalung mit Eitempera, die ist eigentlich relativ gut, weil die halt einfach sich besser mit der Ölfarbe verbindet. Also wenn man schon den Weg geht mit einer Untermalung, die schneller trocknet, dann finde ich Eitempera besser. Aber kann man auf jeden Fall mal probieren, dann jetzt so ein Bild dann mit Acryl weiterzumalen. Verändert sich total, wird halt einfach ein anderes Bild. Ne? Oder aber, wenn man jetzt so, das, weiß nicht, ob du das meinst, wenn das eine, wie sagt man, wenn das jetzt eine klassische Untermalung sein soll, dann muss man halt einfach echt dran, die fummeln mit der Acrylfarbe, dass man die weichen Übergänge hat und dann die Lasuren drauf gibt. Eine andere Problematik ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit Ölfarbe drauf geht und man hat Lösungsmittel, dann, ja, wobei das, also die Acrylfarbe, die
verändert sich mit Lösungsmittel ein bisschen, aber in der Regel, wenn man nur mit Ölfarbe drüber geht, ist kein Problem. Sie wurscht man mal die drüber. Genau, ja. Wölkchen fragt, wenn man für jede Farbe einen Pinsel hat, dann braucht man doch kein Lösungsmittel, oder? Dann reicht Abwischen und Malmittel. Genau, ja. Also das ist natürlich der große Vorteil. Ich muss halt Lösungsmittel, ich muss ins Wasser gehen und muss halt den Pinsel immer wieder sauber machen. Ne? Wölkchen, das ist eine ernstzunehmende Frage. Ja. Ja. Haben wir ernst genommen, oder? Ja, ja, ja. Oder? Ja, Dietmar genau. Stiller schreibt, sieht super aus. Landschaft ist ein schönes Thema. Dankeschön, Dietmar. Lob von dieser Seite freut mich. Annette Bayer fragt, ob ein Eye-Tempera-Stream geplant ist. Ja, aber nicht von uns. Wäre aber schon mal lustig, ehrlich gesagt. Also weil das ist die Frage, wie es dann weitergeht danach, also nach dem Acryl. Also insofern lasst euch überraschen. Jeanette Stein schreibt, oh ja, Eye-Tempera. Oh ja, Eye-Tempera. Das ist aber auch so. Ich habe ein Buch von jemandem bekommen, der hat ungefähr 150 Eye-Tempera-Rezepte gesammelt. Also das ist natürlich auch echt eine hinterhältige Geschichte. Weil das gibt halt auch die verschiedensten. Es gibt nämlich die normale, also die einfache Eye-Tempera. Das heißt, wo man eben nur Eidotter nimmt. Mhm. Oder wenn du dann eine fette Eye-Tempera machst, dann ist es echt so, dass du dann aus der Eidotter Dammerfirnis und Leinöl dann eine Emulsion machst. Mhm. Und der Vorteil ist ja auch, dass du dann, das ist ein fließender Übergang von der Eye-Tempera zur Ölfarbe. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in eine Ölfarblasur, kann ich zum Beispiel mit einem Aquarellpinsel, kann ich die Eye-Tempera nehmen und ganz feine Striche machen und die, zum Beispiel bei Haaren, so Glanzlichter, also oder wie bei dir, diese vielen grauen Haare oder so, mhm. Ne? Mhm. Würde ich dann so mit einem ganz feinen Pinsel, kann man dann man modelliert die Haare, also bei dir ist auch wieder schwierig mit den Locken, aber nehmen wir an, die sind glatt. Mhm. Dann macht man die Gesamtform und setzt dann die einzelnen Haare rein. Das ist, wenn du ins Kunsthistorische gehst, mhm, und schaust du dann Kranach an oder Dürer. Die haben das so gemacht. Und der Dörner schreibt darüber, dass es der Wasserstrich ist. So nennt er das. Mhm. Weil nämlich das Interessante dran ist, die Lasur, die wäre so, wenn ich das mit der Ölfarbe reinmachen würde, würde dieser Strich sofort die Farbe annehmen, mhm, die drunter ist. Aber die Eye-Tempera steht auf der Lasur drauf. Phänomenal, dieses Ding, mhm, dieses Prinzip. Also das ist schon echt super, da kann man echt total viel machen. Also ich habe während meines Studiums ziemlich viel in der Richtung gemacht, also das heißt ziemlich viel ausprobiert. Und mir ist es einfach zu technisch. Also das ist so, mich da noch kochen. Ich habe einen Kollegen im Atelier fotografiert und besucht, der hatte dann für jede Schicht, die er im Bild hatte, ein Malmittel, das dann immer fetter wurde. Wo immer am Anfang weniger fette Öl. Ja, und das war dieses Prinzip. Mhm. Und ich finde es relativ... Weiß ich nicht genau. Mhm. Ne? Ja. Sascha Konstantin fragt, wie schaut es mit Gouache-Untermalung aus? Geht auch, nur saugt die halt stärker. Also die Gouache-Untermalung, die saugt ein bisschen stärker. Wenn ihr ein bisschen körperhaft ist, müsst ihr euch vorstellen, das Ganze ist dann wie eine Kreide, wie ein Kreidegrund. Und wenn man dann mit der Ölfarbe auf diese Gouache malt, also wenn die dicker ist, dann schießt das Öl sofort weg. Also das ist einfach nicht isoliert genug. Die Altmeister haben auch ganz oft natürlich mit Tusche vorgezeichnet und dann auf Kreidegrund mit Aquarell vorgetuscht. Aber nach dem Aquarell, der Kreidegrund war ja auch, der ist wie, man kann super gut drauf aquarellieren, weil der halt einfach porös ist. Aber dann ist es so, dass man dann diesen Grund isolieren muss, wenn man mit Öl drauf geht. Weil das einfach so ist, die Farbe rutscht dann nicht, die wird fleckig. Und damit macht man dann normalerweise mit einem Firnis, also mit einem Dammer, Harz oder so, kann man das dann isolieren und dann kann man wieder drauf malen. Also das ist schon interessant. Also da kann ich nur wiederum, muss ich dann, ach, ich tue nochmal den Finger da drauf, dann kann ich hier den Video mal zeigen, wo ich den Dörner und den Welte vorschlage. Also das sind so die zwei Standardwerke, wenn ihr Kochrezepte braucht, über Grundierungen, Malmittel, Techniken, und das sind super Bücher. Susanne Stille schreibt, welche grauen Haare? Danke, Susanne. Max Hott schreibt, Stefan Nützel, danke für die ausführliche Erklärung. Eye-Tempera wäre echt interessant, habe null Erfahrung, sagt Sascha Konstantin. Pastell wäre auch interessant, sagt Wood Spirit. Aber da muss ich dann echt die Platte auflegen, kann man Monika sagen. Monika Neuwirth schreibt, ja, Pastellstream wäre echt super. Na, das kann ich machen. Weißt du warum? Was soll ich da sagen, warum? Weil du nicht Staubsaugen magst.
Genau, weil das ist einfach so, Pastell ist die dreckigste Technik, die es gibt. Und das heißt, es würde alles hier auf den Computer und auf meinen Videoswitcher, auf meinen Dings, es würde alles kaputt werden. Ja, und der und dieser Luxus, der teure, perverser Teppich und so, der ist es auch da, ne? Ja. Die vielen grauen Haare sieht man in der Kamera gar nicht. Die Haare wurden mit Gänsefedern gemacht. Meine nicht. Wer jetzt hier war? Che Guevara, ja. Die Haare wurden mit Gänsefedern gemacht. Mhm. Pastellstream wäre echt super. Ey, Wahnsinn, dass ihr so auf Pastell abfahrt. Eitempera und Pastell ist so das Ding. Okay. Also und wann machen wir unseren Stream mit Barocktänze in Männerstrumpfhosen? Da muss ich zuerst meinen Namen im Barock tanzen lernen. Ja, genau. Mhm. Das schaffst du. Deinen Namen im Rock tanzen lernen. Hardrock. So, na nix. Entweder wir zeichnen oder wir malen in Öl. Was anderes mache ich nicht. Was? Zeichnen oder Öl? Okay. Was als nächstes kommt, wäre eventuell die Nützwochgruppe von Facebook geeignet für Vorschläge und Abstimmen. Zum Beispiel. Also das mache ich sicherlich dann. So da. Na, was als nächstes kommt, bestimmt der Stefan ganz allein. Das ist nämlich sein Stream. Und er darf machen, was er will. Ich mache, was ich will. Du musst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Okay. Und Moni schreibt, Ed Stefan, also weiter Acryl. Wie wär's mit Freskomalerei? Freskomalerei? Hier hinten an der Wand. Genau, jeden Abend dann, also immer ein neues, oder? Monika Neuwirth schreibt schade und Sascha Konstantin schreibt Buntstifte. Das ist Delio auch schreibt Zeichnen. Ja, ja, das sind wir. Zeichnen, Buntstifte. Mit einer Farbe. Ich mal mit einem Pinsel, ich mal mit einer Farbe Buntstift. Okay, ich bin soweit. Du bist soweit? Okay, dann mache ich jetzt Super Source. Und du legst los. Okay, ja. Achtung. 3, 2, 1. Weißt du, was das Problem ist? Was? Nein, das ist schon okay. So, während der Ralfonso. Ich gehe jetzt vorbei und wackel extra. Ich wäre fast verunglückt. Vor allen Dingen hat er meine ganzen Steckdosen und wir haben nämlich den auf dem Weg daher, also von unserem. Okay. Schauen wir mal. Du kannst jetzt nicht rauchen gehen. Das wolltest du jetzt, oder? Nein. Unterstellung. Das Gute ist, ich habe das Funkmikrofon. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nach hinten gehe, dann hört ihr mich trotzdem. Aber der Ralfonso ist weg von den Mikrofonen. Kann man sagen. Öl, zeichnen. Okay, das ist ja cool, dass ihr da so Anteil nehmt. Also ich muss jetzt echt wirklich auch ein paar von den Ästen eigentlich auch machen, damit das Ganze jetzt nicht so ist, dass ihr irgendwie den apokalyptischen Reiter da drin seht. Und auch, ich kann immer die Tonwerte ändern. Das Interessante daran ist aber auch, dass ich auch erst das Ganze beurteilen kann, wenn, also auch von den Farben und von den Tonwerten her, wenn es draufgemalt ist. Also das heißt, wenn erstmal was auf der Oberfläche ist, das ist total wichtig. Und da, was ich jetzt mache, ist natürlich weniger ist mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt nicht jeden Ast machen. Also die Frage ist der Lesbarkeit des Ganzen. Ich werde mich dann um das kümmern. Aber, wenn ihr es anschaut, wichtig ist, dass ihr möglichst das ganze Zeug zittert. Und ich werde es jetzt auch ein bisschen mit Wasser verdünnen, damit das Ganze, seht ihr das, wenn ich das jetzt mache, dann läuft es anders aus dem Pinsel raus. Also das ist so, passt bloß Obacht. Merci. Merci. Sherry. Die du hast ja nichts genommen. Ah, du musst Auto fahren. Mhm. Bravo, Bo. Nicht rauchen, nicht saufen. Das ist ja wirklich. Das ist ein Kreuz. No? Boah, da geht's ja ab. Wieso? Was ist los? Also mit den Vorschlägen, ne? Zeichnen, Öl, zeichnen, zeichnen. Ja, Öl. Stelio ist mit Öl auch zufrieden. Kohle, Öl, Tusche, Ölkreide. Wie wär's mit Fingerfarben?
Das war jetzt mein Vorschlag, das ist nicht im Chat gestanden. Okay. Was haltet ihr davon, Acrylfarben mit Glycerin länger offen zu halten? Habe ich noch nicht probiert. Schreibt Viking Vapor. Habe ich noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Viking Vapor. Hallo Viking Vapor. Hast du schon mal gelesen den Viking Vapor? Nein, ich glaube nicht. Oh, das klingt neu, ne? Viper. Sag mal, ob du schon mal da warst. Viking Vapor, warst du schon mal da oder bist du neu? Viking Vapor. Das heißt, ich muss dann... Romeo Punch schreibt, mach, was du willst. Mach, was du willst. Na, jetzt können wir das nicht mehr machen. Wenn es im Chat steht, machen wir es nicht. Häkeln. Ja. Weil du so inspiriert warst von dem Hammer, oder? Stelio schreibt, ja, Ralf muss mit Fingerfarben malen. Ja, aber nur mit einem Finger. Bodypainting schreibt, geistig voll dabei. Geistig voll dabei? Geistig voll dabei? Viking Vapor schreibt, dreimal dabei gewesen. Cool. Sehr gut. Willkommen. Das ist unser Kurzzeitgedächtnis. Oder meines zumindest. Das heißt, hast du schon mal kommentiert? Ich will da immer Viper lesen. Viper Weg. Alexandra Noles schreibt Öl. Öl. Das ist keine Abstimmung. Das sind nur Vorschläge, die vielleicht oder vielleicht auch nicht aufgegriffen werden. Yes. Ah, cool. Monika Neuwirth schreibt, weil vorhin irgendwie gemeint wurde, an der Palette sieht man, ob das Bild gelungen ist. Jetzt finde ich, die Palette zeugt von einem guten Bild. Ja, weiß ich genau. Das ist eine gute Frage. Max Hott schreibt, Acryl mit Glycerin funktioniert wunderbar und auch mein Versuch, Acryl mit ordinären Gleitmittel aus dem Drogeriemarkt zu strecken, ist durchaus empfehlenswert. Okay. Cool, danke für die Tipps. So. Ich werde aber jetzt, der Trend geht noch zum... Jetzt. Einmal, jetzt ist der Band gebrochen. Fass das mal an. Ja. Das ist das Nächste. Das ist das Nächste hier. Ne? Das kann man, glaube ich, nicht sehen. Weiter links halten. Das kann man leider nicht sehen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also der Pinsel, es ist so, wenn die Pinsel lang im Wasser sind, dann ist es so, dass dieses Holz hier, das dehnt sich aus und drückt dann die Zwinge nach außen. Und wenn dann das Holz wieder schrumpft, weil es trocknet, jetzt kann man sehen. Ja, jetzt müssen wir sehen, oder? Mhm. Und dann ist es so, dann habe ich immer an Superglue habe ich dann immer im Atelier, mit dem ich dann meine Pinsel dann wieder, wie heißt das? Repariere, danke. Klebe. Ach scheiße, wenn ich mal, ne? Dann hast du ein Problem, deine Sätze. Ist unglaublich, oder? Ja. Jeanette Stein fragt, welche Gleitmittel denn? Moni, Stefan Nützel, also Entschuldigung, hast du was zum Gleitmittel noch? Ja, ich kann nichts sagen, das ist im Chat eine Geschichte, weil ich habe das noch nie verwendet. Stelio schreibt Zange. Moni fragt, manche malen ja mit Pastellkreide ins Acryl, weißt du zufällig, was da zu beachten ist und welchen Sinn hat es? Mit Pastellkreide ins Acryl? Nee, keine Ahnung. Es ist ja echt so, wenn ihr ins Internet geht, dann ist es ja echt oft so, dass da echt mannigfaltige... War zu fett. Da ist es jetzt so, dass ich schauen muss, dass ich habe den Pinsel jetzt abgewischt und ich mache jetzt nur die
Spitze. Stelio schreibt die ordinären Gleitmittel. Sascha Konstantin schreibt Zange. Monika Neuwirt schreibt Fixiere. Jeanette Stein schreibt, Jeanette, du wiederholst dich. Dry Brush mit Öl. What? Wood Spirit schreibt Dry Brush mit Öl. Ah, Dry Brush, okay, ja. Dry Brush mit Öl? Dry Brush ist irgendwie Gouache, finde ich. Naja, aber theoretisch, wenn es trocken ist. Was dann auch ganz, ganz geschickt ist, dass es eher dann, wenn es zu pingelig wird oder so, dann, dass man einfach ein bisschen mehr die Farbe hinzittert. Oh, das Rot ist so intensiv. Da die roten Äste finde ich cool. Na, ich finde, die sind noch nicht rot genug, finde ich. Ah, also die müssen... Ja, jetzt... Müssen noch ein bisschen kräftiger werden, weil... Ach, die Problematik an der Sache ist, dass ich blöderweise, das jetzt passiert mir echt das Gleiche wie auf einer Ölpalette, dass ich keinen sauberen Platz habe. Ne? So, den habe ich mir jetzt geschaffen. Den sauberen Platz. Nämlich. Oh. Das ist jetzt echt wirklich. Und da ist die Maisspachtel natürlich echt besser. Da war jetzt hinten. Siehst du es? Mhm. Da ist. Ich sehe es, aber. Doch, das ist dann hier, ne? Ja. Da ist blau hinten. Da ist blau hinten drin. Machen wir es groß, weil dann sehen wir es vielleicht auch. Also das heißt, wenn ich das dann drauf drücke, kommt hier hinten blau raus. Und das ist mir jetzt passiert mit dem Gelb. Also ich brauche jetzt kein Grün. Das will ich jetzt nicht haben. Sondern ich muss den Pinsel total sauber machen. Ihr seht es, da ist eine dunkle Farbe drin gewesen. Na, hier. Diese dunkle Farbe. Und ich muss jetzt echt schauen, hier, dass ich die rauskriege. Also, und ich kriege sie nicht raus durchs Waschen. Aber was ich machen kann, ist, dass ich den Pinsel so trocken als möglich kriege. Soll ich den Föhn holen? Nee, das ist so hier. Ne? Jetzt geht's. Jetzt kann ich das machen. Also, Und, okay, kannst du die Super Sauce wieder machen? Ja, habe ich schon. Und dann... Max Ott schreibt, nun, das Gleitmittel, das neben den Kondomen hängt, wem das zu peinlich ist, kann auch Haargel nehmen. Die Substanz ist Wasser, Glycerin und Silikon. Ehrlich? Das sind genau die Zutaten, Schminke 16 Euro für den Retarder verlangt. Das habe ich auch nicht gewusst. Interessant. Oh, jetzt fange ich es zaubern an. Cool. Viking Vapor schreibt, im Pferdehandel bekommt man PG als auch Glycerin für kleines Geld in 10 Liter Kanistern. Will man einen Liter kaufen, zahlt man pro Liter 9 Euro. Okay. Ja gut, 10 Liter Gleitgel, da braucht man wirklich ein Pferd dazu. Ich habe gar nicht gewusst, dass es wirklich um Gleitgel geht hier. Das, naja, okay, könnte ich so lassen. Das ist so tragisch. Aber ist zu hell, zu dunkel. Cool.
Ja, schaut schon gut aus. Also ich denke, also gut jetzt in dem Sinne, dass ich irgendwann einmal zum Ende komme. Yvonne K. schreibt, das wird gut, Stefan. Und Moni schreibt, also entschuldige, du willst dich bedanken. Dankeschön. Bitte. Ja? Moni schreibt, Gleitmittel ist bestimmt teurer als Haargel. Warum nimmst du Gleitmittel, Max Hott? Ja, wahrscheinlich, weil Haargel stinkt. Das ist ja so wie die Kohlezeichnungen, die man ja mit Haarspray fixieren kann. Da stinkt das dann fürchterlich nach Friseur. So, na, da zum Beispiel ist jetzt so die Frage. Was macht das Pferd mit dem Gleitgel? Diskussion. Wir. Annette Bayer, mein Leinöl ist auch Pferdenahrung. 5 Liter Kanister. Beim DM-Markt kosten 250 Gramm Gleitmittel ca. 3 Euro. Das ist vollkommen im Budget. Alter Verwalter. Ja, Leinöl ist gut. You're driving me crazy. You're driving me nuts. Stelio, ja, Leinöl ist gut. Zum Essen oder als Gleitgel? Ja, bei Stelio denke ich immer an Essen. Wobei, Stelio, wir kennen uns nicht. Aber irgendwie denke ich bei Stelio an Essen. Ich glaube, da war mal irgendwas. Ja. That's right. That's right. Schau schon noch zielgerade aus. Gleitgel als Retarder macht Sinn, schreibt dir König. Alter, mal weiter. Oh Gott, gracious. Stelio schreibt beides. Leinöl. Aber das Leinöl, das man essen will, das Leinöl, das man essen will, sollte man im Kühlschrank aufheben, gell? Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß es nicht genau. Also, sonst wird es bitter. Ich vermahle meins immer. Ja, wenn ich mal, wird es auch bitter. Ach komm. Sollen jetzt ja, wenn wir gerade so im Wortspielen sind. Playing with words. Dirk König. Gleitgel als Retarder. Ich finde das schön. Das stimmt, ich glaube, ja. Das ist der Saga des Abends. Sascha Konstantin schreibt Käsekreiner. Jetzt wird es alles ein bisschen... Jetzt, ja. Der fehlt ja heute noch. Wer, der Käsekreiner? Ja, na, Moment, ich blende da jetzt doch glatt mal wieder den PayPal-Link ein. Damit wir uns Käsekreiner leisten können. Ja, wenn schon die Käsekreiner im Chat gefordert werden. Öl nie im Kühlschrank, sagt Stelio. Ja, aber beim Leinöl, da bin ich auch kein Spezialist. Aber unser Leinöl, das wir hauptsächlich für den Hund haben, ist im Kühlschrank. Also so kann man auch relativ gut Übergänge hinkriegen, wenn man gleich ansetzt und die Farbe noch ins also so eigentlich wie beim Aquarell dann diese Farben dann nach unten hin dann immer heller mischt. Ja. Das Stelio schreibt, ihm haben es wegen dem Käsekreiner-Bild den Facebook-Account gesperrt. What? Blödsinn, oder? Ilona Rosen schreibt, toll, wie das leuchtet. So. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, dass ich das hinbekomme. Warum? Maxott schreibt, übrigens mit... Isopropanol
Vermischt mit abgekochtem kaltem Wasser kann man etliche Acrylfarben wieder anlösen und Übergänge etwas besser vermalen, selbst wenn die Malerei eine Woche alt ist. Echt? Ich probiere es noch einmal. Isopropanol. Das heißt Isopropanol. Wo ist das? Da. Isopropanol. Das ist ein Alkohol. Nein, Isopropanol steht da. Okay, das kenne ich. Ich kenne okay. Isopropanol. Achso, ja, vielleicht ist das auch ein Tippfehler. Siehst, beim Andreas vom Klei ist das Leinöl auch für den Hund. Okay. Und wenn der Chat hier so weitergeht, wird Stefan bestimmt auch bald gesperrt. Das stimmt. Wobei der Stefan der Einzige ist, der da nicht mitmacht. Ja, das ist echt ja. Super, oder? Ich bin ein braver Bu. Ja. Braver Bu. Boah, was sagst du dazu? Ah, falsche Farbe. Ah, ich sag, warte mal, ich kann da jemanden aus dem Z, aus dem Chat zitieren. Ich finde es noch nicht mehr. Schaut super aus. Ilona Rosen schreibt, toll, wie das leuchtet. Das hast du vorgelesen, ne? Danke. Ja, ja, nein, aber... Thank you. Das Max hat Isopropanol. Ja, ja, okay. Das habe ich nicht gewusst. Und Monika Neuwirth schreibt, irgendwie schaut das eher nach einem Feuer im Baum als nach Sonne aus. Oder schaue ich schief? Oh Mann, ey, jetzt muss ich wieder weitermachen. Na, 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 na. Schreibt Janet Stein. Sieht sehr schön aus, schreibt Esin Asia. Sascha Konstantin schreibt, also ein Baum ist erkennbar, sehe aber auch immer noch den Reiter. Ist doch gut so. Ich bin Surrealist. Surrealisme. Oui. Le trop lieu. Isopropanol gibt es beim Gerstecker für 8 Euro pro Liter. Echt? Mhm. Ist aber nicht für den Hund. Nein, ist nicht für den Hund. Ah. Sascha Konstantin schreibt, erinnert an Mandalorianer. Boah, da habe ich mich jetzt zusammengerissen, dass ich mich nicht zusammenreißen muss und habe es trotzdem richtig gelesen. Da, wo die drauf geritten sind. Ja, zum Glück habe ich es nicht gesehen. Keine Ahnung. Haven't got the foggiest. So, ich würde sagen, viel werde ich nimmer machen. Oder was meinst du als Frau dazu? Diese feinen Äste da links, die bleiben so. Welche? Die da? Ja. Ja, die sind blöd, ne? Irgendwie. Ja, ich weiß. Die geben da irgendwie so eine Definition. Ja, es ist irgendwie so, die sind zu, weißt du, die hätten eher so hingezittert gehört. Die sind zu ja, glatt. Aber dafür bräuchtest du keinen Flachpinsel, sondern eher so einen. Ja, aber das ist so. Rundpinsel heißt das. Vielleicht kann ich es noch. Echt? Kann ich es noch? Kommt mir gerade komisch vor. Ja, schaut nicht so richtig gut aus. Aber das werden wir noch ändern. Max Hort schreibt, ich finde das Bild wieder großartig. Annette Bayer schreibt, es sieht toll aus. Was es mehr nach Sonne aussehen lassen könnte, wenn man den unteren Himmel etwas gelblicher, wärmer macht. Janet Stein schreibt, ja, das Bild ist super. Monika Neuwirth schreibt Edmoni, okay, das klingt still. Das ist ein feuriger Sonnen. Eine Verwalter, jetzt ist abgestürzt. Warte mal kurz. Hinter Mistkübel ist es. Oh, der Ralf, der gibt echt alles. Der Was gibt. Da? Der Pinsel ist runtergefallen. Da. Ja. Grazie. Ich denke mir doch, ich habe den Pinsel fallen gehört. Das ist aber sehr nett. Thank you. Ralf hat alles gegeben. So.
Und der Dietmar Stiller will wissen, warum das Wasser abgekocht sein muss. Von was? Na, wenn man das mit dem Isopropanol, Isopropan... Propan, damit keine Keime wahrscheinlich drin sind, schätze ich. Wieder weiß und das da. Es ist ein bisschen so dieses immer wieder Feintuning an Farben und Formen. Weil, nämlich wenn ich jetzt hier nochmal drüber gehe, habe ich nämlich den Vorteil, dass ich diese deutlichen Dinger wegmachen kann. Ne? Also das ist dann, oder hier auch zum Beispiel, da wo das dann ein bisschen zu kindisch ist. Also, oder wo es dann yes. Ich hoffe, die Annette ist jetzt zufrieden mit mir. Da ist noch ein bisschen so unruhig. Ja. Jup, 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 jup. Jup. Cool. Aha. Yes. Sascha Konstantin schreibt, wie schaut es bei den 97 Zuschauern mit einem Daumen nach oben aus? Gleichzeitige Zuschauer 96. Ist schon einer gegangen. Boah, schau mal. Irre, oder? Ja, schaut super aus. Oh God gracious. Ich würde sagen, wo liegen wir in der Zeit? Oh, 2 Minuten 3. Boah, sehr gut. Wahnsinn, du bist aber echt jedes Mal 2 Minuten 3, 2 Minuten 5. Das heißt, 1,5 Stunden. Ne? Also ich würde sagen, wir können nochmal umschalten und dann schauen wir das Bild nochmal kurz an. Und vielleicht finde ich da noch was oder ich finde vielleicht nichts mehr, je nachdem. Ansonsten habt ihr dann auch die Möglichkeit... Also ich muss das eher da machen, gell, damit man das gut sieht. Ist der Hammer schon aufgetaucht? Nein, aber... Ja, hier! Die Ella sagt, das Bild ist wunderschön, die Ella. Das Bild da... Ja, voll viel besser. I'm loving it, schreibt Monika. Oh, Romeo, genial! Jetzt sieht es wirklich nach Sonne aus statt Feuer. Ha! Unglaublich, ja? Mhm. Also... Ach, der Mann kann echt was. Wenn ich mal groß bin, werde ich Maler, habe ich beschlossen. Muss ich allein trinken. Janet Stein schreibt, mit Ästen habe ich auch immer so Gefühlszwiespälte. Naja, es ist halt so, ich könnte jetzt einen Haarpinsel auspacken. Aber ich, das ist echt, also das, vielleicht werde ich noch den einen oder anderen machen, und so, aber es ist echt so, ich mache es eher so, wenn ich die Augen zusammenkneife. Also der Baum wird sich beschweren und sagt, du hast deinen Ast weggelassen, ne? Im Gegensatz zu einem Porträt. Man sagt, schau, ich würde ja, wobei, da kann man sämtliche Äste weglassen beim Porträt. Total, aber wer hilft mir? Das Sascha Konstantin als Einpeitscher. Rolli Seeger schreibt, ich finde, die Blätter über der Sonne sollten dunkler sein. Die Blätter über der Sonne. Die da. Da sollen die dunkler sein. Bist du auch der Meinung? Na. Also die sind auf der Vorlage sind sie dunkler, aber ich habe es echt absichtlich. Oh, Dietmar, das war wieder ein sehr charmanter Malvortrag unseres Lieblingsmalerdozenten. Und es macht tierisch Spaß, bei der Entstehung zuzuschauen. Gebe alle meine Daumen und PayPale auch gleich meinen Obolus. Danke, lieber Dietmar. Voll, voll super nett. Es kann aber sein, dass ich jetzt noch... Soll ich noch was machen? Mach ich noch was? Soll ich noch was machen? Mach ich noch was? Soll ich noch was machen? Ich habe so viel Farbe aufgetragen. Weil ich wollte eigentlich viel mehr Farbe drauf koffern. Stelio schreibt, ich sage euch was, nachdem die meisten von uns kein Nützel sind, Hände weg von Acryl. Stelio, was mich total erstaunt ist, dass du noch wach bist. Ja, er hat sich eher einen Kaffee gemacht. Ja, genau. Ja. Hilft es noch? Das ist doch irgendwie als Italiener, ist es doch irgendwie ein Grundnahrungsmittel. Das ist wie die Bayern, die mit Bier trinken, ist es so ein Kaffee. Ja, und wir Österreicher sind so genau dazwischen. Kaffee und Bier. Und Wein.
Mhm. Ne, dieses, da, man bringe den Spritzwein. Mhm. Also so ist es. Yvonne K. finde ich auch sehr schön. Christoph Z. Der Sonnenfleck ist jetzt viel besser. Ja. Cool, ihr müsst es natürlich auch. Also ich finde schon auch, dass es natürlich. Oh, es ist irre, wie das mhm. im kleineren Umfang. Ja. Das ist so. Ihr macht schon eine Verabschiedung? Also das heißt, ich soll nicht mehr malen, oder? Na, weiß nicht. Doch, Esin schreibt, ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend, hab Frühschicht. Ah, okay. Ich freue mich schon auf Mittwoch. Wieder ein super Abend. Gessi Schulze schreibt, ja, gepaypalt wird, aber ich verzweifle schon wieder an der Lockerheit des Lieblingsmalerdozenten. Ich kriege es nicht hin. Du kriegst es nicht so hin, das Bild, oder was? Hm. Ja, üben. Ne? Ich glaube, es ist Verabschiedung, oder? Ja. Alle sind am Abrauschen. Wobei, sind immer noch alle. Es sind noch genügend Leute. Stelio hat sich einen Ristretto gemacht. Ah, erst. Tolles Bild und lehrreich auch im Chat und unterhaltsam, schreibt Karin Metze. Machst du mal die Super Source noch? Ich glaube, ich mache. Ja, natürlich, ja, mach noch ein paar Striche. Ich mache noch ein paar Striche, okay? Ja. Ich hätte was. Was denn? Ich finde, da ist irgendwie so eine Dynamik. Ist die gut oder nicht gut? Ich finde, ja. Ich hätte nämlich hier jetzt ein bisschen was weggenommen. Ja, ja. Na? Dass es mehr da drin ist. Na? Mhm. Na, weil wenn es irgendwie so sonnenstrahlig sein soll, dann müsste die Dynamik, also dann müsste das von mehreren Seiten kommen. Na? Und dann habe ich noch. So, und das andere, das wollte ich jetzt zeigen, das ist so, dass ich. Aber das ist so, sobald es einfach zu pingelig wird, das muss echt wirklich gezittert sein, das ist jetzt zu blau. Gessi Schulze schreibt, überhaupt so locker zu malen. Ich bin zu alt zum Üben, habe dazu keine Zeit mehr. Ah, okay. Ja, aber wird man nicht lockerer? Nee. Mm-mm. Ich weiß, was du sagen wolltest, aber ich sag nein. Ja, das musst du wissen. Ja. Ja, durch die Kurse, das ist einfach so. Also die lockersten sind eigentlich die Youngsters, ehrlich gesagt. Also das sind so ich habe an der Kunstuni, habe da einen Lehrauftrag gehabt und da war es einfach so, das ist wie wenn du als Youngster Motorrad fährst, dann glaubst du auch, du hast das ewige Leben, ne? Und denkst überhaupt nicht dran, dass dir was passieren kann. Und deswegen ist es gut, dass du es zu dem Zeitpunkt machst. Wenn du älter bist, dann weißt du einfach mehr, was alles passieren kann und dann bist du nicht mehr locker. Na, wenn du 20 bist, glaubst du, was soll das? Passiert aber, eh nichts. Aber ist nicht, je älter man ist, desto mehr Bilder hat man schon gemalt und desto wurschter ist einem ein einzelnes Bild und dann malt man lockerer drauf los, weil dann male ich halt noch eins. Ja, also mir, das ist aber trotzdem so das. Also das hat mir der Andrew eigentlich beigebracht, ehrlich gesagt. Wir sind keine Herzchirurgen, das ist nur ein bisschen Farbe auf der Leinwand. Und das ist echt wirklich total wichtig, dass man das nicht vergisst, ehrlich gesagt. Also, weil es echt so ist, dass man, ich denke, die Lockerheit ist wirklich eine Sache, die kommt sicherlich einfach mit der, also was zum Beispiel mit der Menge der Bilder, die man gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt so Löcher reinmalt in einem Baum, ne? Mhm. Dann ist es so, dass die blöderweise draufstehen. Mhm. Also schaut optisch so aus, weil sie es auch tun. Ja. Ne? Und du kriegst die echt total nach hinten durch sowas. Mhm. Ne? Da sowas. Und dass du hier die Kante nochmal veränderst. Mhm. Und dann sind die sofort hinten. Ja. Das ist total phänomenal. Das habe ich auch gelernt. Ja. Ja? Also das ist total. Gese Schulze schreibt, ich versuche es weiter. Ja, gut so. Ja, nicht aufgeben. Viking Weber schreibt, machen ist wie träumen, nur krasser. Ja, genau, den Spruch kenne ich, der ist gut. Der ist echt gut eigentlich. Na? Oh. Nur ein Reload machen. Kein Internet. Echt jetzt? Ja, der sucht, jetzt macht das wieder. Wieso hat denn der, warte mal kurz. Achso, das ist nur am Rechner. Der Stream läuft trotzdem weiter. Okay. Ja, das hat nichts damit zu tun. Das ist jetzt irgendwie der Computer hat abgekackt. Also jetzt sind wir wieder im Top-Chat. Ja.
Ja, Käse, natürlich habe ich recht. Probier's weiter. So. Da ist noch dunkler, bläulicher. Also es steht und fällt auch natürlich immer mit den Farbtemperaturen. Also ich finde schon, das Grün, das Violett, also die vielen Farben da drin, die reißen es schon raus. Ich würde sagen, as good as it gets, set it, schaut es euch mal an. Ordentlich. Das ist der letzte Blick, den ihr bekommt drauf. Und das ist jetzt meiner Weisheit an dem Abend letzter Schluss. Würdest du die Kante wegnehmen? Na. Okay. Gut, das hat mir angestrengt. Na, dann schon. Na. Ihr müsst echt voll fiese Kanäle, ey. Ja. 99. 98 haben wir jetzt. Wenn man, 98 Likes. Wenn man den Sascha Konstantin nicht echt kennen würde, ja, würde man glauben, der schreibt einfach random irgendwelche Zahlen in den Chat hinein. Genau. Um was geht's jetzt? Um was geht's jetzt? Also, wie gesagt, ja, it was a pleasure. Es hat echt richtig Spaß gemacht, muss man sagen. So, schaut's das Bild noch an. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Ja, und? Den auch gleich, na ja. Gut. Dann den ja, auch gleich. Das ist der Schluss, ich muss mir meine Haare, passt alles? Alles gut? Passen deine Haare auch? Was du sagen? Traumhaft. Ein bisschen Vogelnestmäßig. Okay, also ihr merkt schon, also dass meine Konzentration. Oh, 101 Likes. Ja, das hat boah, echt gut Sascha, gemacht. Jetzt hast du es übertrieben. Danke, Sascha. Das ist einer zu viel. Ja, ja. Annette Bayer schreibt sehr geil. Moni schreibt ganz okay. Ganz okay. Stenio schreibt 102. Yvonne K. schreibt, es soll Spaß machen, das Malen. Genau. Ja, genau, es soll Spaß machen. Ja. Sehr schönes Motiv, Stefan. Tolles Licht, schreibt Tax Mendoza. Cool. Sascha bedankt sich bei den Zuschauern. Danke. Das ist der mein Klakör, der Sascha, der so im Opernhaus dann irgendwie Tempo macht und so. Das ja, ist wobei das ist es auch ein Klakör, wenn es um Daumen geht. Also der Klakör ist ein Klatscher. Ne? Ja, genau. Aber vom Prinzip macht er nichts anderes. Ja, macht er echt nichts anderes. Das ist super und so. Danke für den nutzerlichen super. Abend. Super Bild. Oh, danke schön. Freut mich für eure Komplimente. Das ist total super. Und hab ich voll drauf gespuckt. Ich wollte vorher wegwischen und dann haben wir gedacht, ich mach jetzt nicht so viel. Du hast aufs iPad gespuckt und so. Feuchte Aussprache. Naja, das ist, wenn das Bild so toll ist, da fangen wir zum Sauern. Ja, genau, fangen wir zum Sauern. Aber in dem Fall ist es natürlich so, nächste Woche, ne? Möchte nur sagen. Also um nochmal zu dem zurückzukommen. Wie gesagt, das ist so, wir freuen uns natürlich über die Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst, damit der Ralf dann auch mal wieder eine Käsekreiner bekommt. Also heute hat er als Lohn 3 Liter Scheißol bekommen. Mhm. Herzlichen Dank, lieber Chat. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Wir machen das immer in Naturalien sozusagen. Wir dealen dann irgendwie Lösungsmittel und solche Sachen. Mhm. Und das andere ist, nächste Woche malen wir wieder gemeinsam. Morgen gleich Gleitkill kaufen. Gutes Thema. Und auf jeden Fall, ja genau, nächste Woche malen wir miteinander. Mhm. Und übernächste Woche ist Bildbesprechung. Genau, das ist der 11. Mai, ist die Bildbesprechung. Also das heißt, alle eure Bilder haben. Genau, Acrylfarben, also Acrylbilder aus den Motiven der Dropbox-Galerie, die unten ist. Also das heißt, ihr habt noch 2 Wochen Zeit, entweder was zu malen oder das, was ihr schon gemacht habt, mir zu schicken. In einer möglichst adäquaten Auflösung. Also das heißt, es sollte nicht so klein sein. Es muss jetzt nicht eine 5 Megabyte-Datei sein, aber in dem Fall sozusagen sollte es schon mindestens 1500 Pixel haben, oder? Ist das brauchbar? Mehr, oder? 2000? 2000, dann können wir noch ein bisschen einzoomen vielleicht auch. Genau, also wenn da die längste Seite 2000 Pixel habt oder so, dann sind wir auf der sicheren Seite bei 72 dpi, sage ich mal. Jeanette Stein schreibt, dann wissen wir wenigstens, warum es kein Gleitöl mehr gibt. Gleitöl, das ist, glaube ich, für die Fahrradkette. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Wovon reden wir denn sonst? Genau. Aber in diesem Sinne würde ich sagen... Kondome sind ja auch nur, damit der Fahrradsitz nicht nass wird. Okay, wir tun mal Zeit schinden und so. Die Kondome, das nehmen... Hast du jetzt Kondome gesagt?
Ja, na, das Gleitgel, das neben den Kondomen. Ach so, ja, genau, ne? Das war ja, ja. Nadü, nein, dann muss ich schon schlafen müssen. Was? Meine Herren sind im Gesicht glatt rasiert? What? Ich lese immer dann, also ich kriege immer nur wirklich so auszugsweise dann die Sachen mit. Also ich mache einen Blick. Mhm. So, ja. Okay, ich glaube, wirklich ja, es wird sinnvoll, es passiert jetzt nimmer. Und also auch von unserer Seite kann man sagen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts mehr zu sehen. Ja, genau. Doch, den PayPal-Link. Ja. Und unten in der Bildbeschreibung ist auch die Kontoinformation, falls irgendjemand PayPal nicht mag. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Genau. Und ich würde sagen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Ralf sagen hören wollt. Gute Nacht. Servus.